Ja, meine Damen und Herren, die Türen sind noch nicht ganz geschlossen, aber trotzdem möchte ich Sie jetzt ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung heute Nachmittag. Mein Name ist Matthias Rumpf, ich bin der stellvertretende Leiter im Berliner OECD-Büro und freue mich, dass Sie alle so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind, heute Nachmittag über die Zukunft der Schule zu diskutieren und da auch sozusagen einige Szenarien zu erörtern. Freut mich auch deshalb, weil im Moment ja aktuell auch viel an den Schulen los ist. Insofern sehr schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier so mit uns etwas in die Zukunft zu blicken. Ich möchte mich auch, also wir machen diese Veranstaltung, wie Sie gesehen haben, mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung. Und da möchte ich ganz herzlich Jana Marina Keine und Franziska Bauer danken für einerseits für die Unterstützung, aber auch für den Austausch, den wir im Vorfeld zu der Veranstaltung, zur Planung gehabt haben. Das war nicht nur eine sozusagen Unterstützung finanzieller Natur, sondern auch wirklich eine Unterstützung in der Sache. Und dafür bin ich sehr dankbar und freue mich, dass wir hier gemeinsam Ihnen, wenn ich das so sagen darf, jetzt diese Veranstaltung präsentieren dürfen. Und dann mein Dank geht auch an Christine Nahr, die heute Sie durch diese Veranstaltung leiten und führen wird. Und ich übergebe jetzt auch gleich das Wort an Sie. Und sie wird Ihnen alle anderen und alle weiteren Beteiligten vorstellen. Von meiner Seite einen spannenden und interessanten Nachmittag, einen guten Austausch und wir freuen uns auf die Veranstaltung. Frau Nahr. Ganz lieben Dank, Herr Rumpf. Ich danke auch für die wohlwollenden und netten Worte zu Beginn und freue mich ebenfalls und möchte auch herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Christine Nahr und ich darf durch diese Veranstaltung führen. Zunächst ein paar organisatorische Hinweise. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, ist also auch für Menschen, die jetzt nicht die Gelegenheit hatten, live dabei zu sein, noch im Nachgang zur Verfügung zu stellen und wird zur Verfügung gestellt. Und auch wenn Sie selbst noch sagen, ach, da möchte ich gerne noch mal reinschauen, das wird möglich sein. Der Hinweis wird aber auch sein, dass weder der Chat abgefilmt wird, noch Sie, wenn Sie sich nicht mit Gesicht zeigen wollen, sondern wirklich nur die Menschen, so wie Sie mich sehen, auch die Impulsgebenden bzw. Diskutantinnen, die wir auch hören wollen und hören werden. Das vielleicht als Hinweis. Wir freuen uns enorm über die hohe Teilnehmendenzahl, dass viele auch am heutigen Nachmittag zu uns gekommen sind. Wir möchten gerne auch im Rahmen der Möglichkeit mit Ihnen allen ins Gespräch kommen und haben uns dafür entschieden, dass wir den Chat dafür nutzen wollen, für Anregungen, für Fragen. Wir haben den gut im Blick, sodass da auch Fragen und Antworten und auch Anregungen Ihrerseits einfließen können in die Diskussion. Nutzen Sie diesen Chat gerne, wer das noch nicht kennt, unter mir sehen Sie eine kleine Leiste und dort können Sie auf dieses Chatfenster, das ist so eine kleine Gesprächsblase, den können Sie anstellen und dort schon mal vielleicht ein kurzes Hallo dalassen, vielleicht auch, wenn Sie wollen, woher Sie gerade zugeschaltet sind, sodass wir sehen, dass das auch gut klappt. Fühlen Sie sich herzlich dazu schon mal eingeladen. Zunächst auch jetzt zum Ablauf dieser gemeinsamen Zeit, die wir haben. Wir haben zunächst, Sie sehen ihn vielleicht schon im Bild, Andreas Schleicher, den Bildungsdirektor der OECD, dabei mit einem Impuls zur sehr aktuellen Studie Back to the Future of Education. Er wird uns diese kurz vorstellen und vor allem im Fokus ein Szenario, das darf ich schon mal verraten, vorstellen, was wir dann im Nachgang gemeinsam mit drei weiteren Diskutantinnen diskutieren und ein bisschen auseinandernehmen wollen und so weiter. Daher der kurze Input von Andreas Schleicher, um uns da gemeinsam noch einmal abzuholen, sozusagen. Zu den Diskutantinnen möchte ich kurz auch sagen, wer eigentlich dabei ist. Sie können sie vielleicht schon über mir sehen und die stelle ich dann auch noch mal im Einzelnen vor. Aber vielleicht schon mal, dass Sie die Personen auch schon zuordnen können, weil wir eben, Herr Rumpf hat es angedeutet und angesprochen, sehr viel Zeit auch uns genommen haben, um eine multiperspektivische Diskussion, sagen wir mal, hinzubekommen und die auch gestalten zu können. Deswegen haben wir Professorin Nina Brem bei uns. Sie ist Professorin für Schulentwicklung, da winkt sie, hallo. Professorin für Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Dann haben wir Nicole Schäfer, Entschuldigung, Schulleiterin an der Franz Leuninger Schule
in Mengerskirchen zu uns geschalten. Hallo, grüße Sie auch. Und Miriam Fock ist da, Professorin in Potsdam für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung. Schön, dass Sie auch da sind. Zu den dreien später. Es gibt genügend Raum für Ihre Fragen und wir wollen eben dieses Szenario, was Sie vielleicht schon im Ankündigungstext gelesen haben, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und uns ansehen. Und dafür habe ich mir selber eine Brücke gebaut, denn Ansehen ist das gute Stichwort. Vielen Dank. Ansehen kommt nämlich diese Frau hier ins Spiel, die wunderbare Julia Kluge. Julia Kluge ist Illustratorin, hallo, Illustratorin und Zeichnerin. Und sie wird, sagen wir mal, unsere Diskussion und auch schon den Impuls von Herrn Schleicher in Bildern festhalten. Und sag mal, Julia, schön, dass du erstmal da bist. Und sag mal, wie sieht das denn? Was erwartet uns da jetzt ganz genau? Ja, ich werde einen künstlerischen Fokus auf die einzelnen Statements, auf die Wortbeiträge und auch Perspektiven aus der Studie werfen und das ja mit kleinen Zeichnungen, Karikaturen festhalten, sodass wir am Ende auch eine künstlerische Zusammenfassung der Veranstaltung haben werden. Damit ist jetzt der Spannungsbogen hergestellt. Danke dir, Julia. Wir freuen uns schon enorm darauf und können dann sicherlich auch schon ganz live, weil du das live tun wirst, schon mal einen kleinen Blick drauf werfen. Also dann sage ich bis später, Julia Kluge. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und damit schlagen wir die Brücke zum ersten Beitrag von Andreas Schleicher. Guten Tag, Herr Schleicher. Schön, dass Sie da sind. Sie werden uns die Studie Back to the Future of Education vorstellen. Vier Szenarien zur Zukunft der Bildung, sage ich mal so ganz salopp. Sie werden das sicherlich noch ausführen. Kürzlich erschienen von der OECD. Und dann gucken wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. Das habe ich schon angekündigt. Nun erst mal an Sie, Herr Schleicher. Sie haben das Wort. Ich freue mich und wünsche ganz viel Freude damit. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Na, das sind schwierige Zeiten für Bildung. Überall sind noch teilweise zumindest Schulen geschlossen, oft nicht national, aber noch regional. Ich glaube, jedem ist bewusst geworden, dass Lernen kein Ort alleine ist, sondern Aktivität in vielen Räumen stattfinden kann. Heute überlegt man sich, wie kann man die Zeit, den Raum, die Menschen, die Technologien neu konfigurieren, um Lernen für die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, die Pandemie hat dort mehr technologische, aber auch soziale Revolutionen und Veränderungen angeregt im Bildungsbereich, als wir es vorher gesehen haben. Was auch spannend war, als wir die Staaten im Mai, also auf dem Höhepunkt der Pandemie, befragt haben, wie sie die Zukunft sehen. Da waren nur 22% der OECD-Länder, irgendwo haben die Vergangenheit als die Zukunft gesehen. Wir gehen wieder dahin zurück, wo wir herkamen. Ne? Hybrides Lernen, ne? Da reden wir alle heute drüber. 50% der Bildungssysteme sehen das als die Zukunft, weit über die Pandemie hinaus. Ne? Also enorme Veränderungen in den Ambitionen der Länder. Letzter Punkt zu diesen Veränderungen. Wir haben auch gefragt, worum geht es denn bei Bildung? Und natürlich stehen die akademischen Kompetenzen weiterhin an erster Stelle. Das ist gar nicht verwunderlich. Aber wir sehen jetzt ganz viele andere Dinge, die sonst immer unter ferner liefen standen. Na, zum Beispiel Wellbeing of Students, of Teachers, ne? Soziale Entwicklung der Schüler. Ne? Wie können wir Eltern aktiv mit einbinden in Lernprozesse? Wie können wir Lernen zu nicht nur einer Schulaktivität machen, sondern einer Aktivität der Gesellschaft? Also die Prioritäten haben sich durch diese Pandemie verschoben und vieles wird davon später noch bleiben. Wichtig ist auch, dass die Zukunft uns immer wieder überraschen wird. Davon müssen wir einfach ausgehen. Die Pandemie ist heute das schlagende Thema, aber morgen kann das vielleicht der Klimawandel sein. Wir wissen das, das wird unser Leben grundlegend verändern. Es gibt auch andere Dinge wie die künstliche Intelligenz, die unser Leben grundlegend verändern. Und wahrscheinlich ist es schwerer abschätzbar. Den Klimawandel, den können wir heute relativ gut abschätzen, auch in den Folgen. Bei der künstlichen Intelligenz, ich glaube, müssen wir uns alle viel mehr Gedanken machen, wie unsere Bildungssysteme uns auf eine völlig neue Welt vorbereiten können. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Trends, mit denen wir umgehen müssen. Und diese Trends werden von der OECD ja auch alle 2 Jahre im Detail
analysiert. Ne? Und worum es heute eigentlich gehen sollte, ist, wir können die Zukunft nicht voraussagen. Aber ich glaube, es liegt in unserer Verantwortung, Szenarien zu entwickeln. Ne? Wie könnte sich die Zukunft von Schule, von Bildung entwickeln und auch mit verschiedenen Szenarien umzugehen? Alternativen in der Zukunft zu sehen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung heute. Und dann abzuschätzen, was sind die Konsequenzen dieser verschiedenen Alternativen. Genau darum geht es in dieser neuen Publikation, die die OECD jetzt ja gerade herausgebracht hat. Das ist also nicht unser Versuch, die Zukunft vorauszusagen, sondern einfach verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich die Zukunft entwickeln könnte und über die Konsequenzen nachzudenken. Ein Szenario ist der Status quo, ne, dass alles so bleibt, wie es ist, alles sich ein bisschen verbessert, alles sich ein bisschen weiter verändert. Ne, wir sehen wahrscheinlich mehr internationale Zusammenarbeit, das ist ja schon im Kommen jetzt. Wir sehen wahrscheinlich mehr Nutzung von Technologien, aber die Monopolstellung der Schulen, der Lehrkräfte wird bleiben. Auch im Grunde das Zusammenspiel zwischen Lehrkräften, die unterrichten, und Schülern zu lernen. Das ist halt dieses Modell, was gegenwärtig vorherrscht. Es ist gut möglich, dass sich das auch weiterhin etabliert. Ne? Jetzt sagt jeder, alles wird sich verändern. Ich habe ja auch gerade Statistiken gezeigt, wo die Erwartungshaltung auch ist, nach der Pandemie wird alles anders sein. Aber wenn wir ehrlich sind, das haben wir oft in der Vergangenheit gesagt. Ne? Und in der Realität hat sich dann doch weniger verändert. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das im Grunde wegzutun, sondern das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Wenn wir auf die Vergangenheit schauen, zum Beispiel die enormen technologischen Veränderungen, die wir gesehen haben über die letzten Jahre, ne, und dann vergleichsweise daran gemessen, hat sich im Bildungsbereich relativ wenig getan. Also Sie sehen, wie die Technologie die Welt verändert hat, ne, 2003, 2006, das war unsere dritte PISA-Studie. Damals ist in Deutschland viel in Gang gekommen, viel hat sich verändert, auch aufgrund der PISA-Studie, die hat einen großen Anstoß gegeben, aber man muss ehrlich sein, langsam hat sich diese Kurve wieder verflacht. Und wenn wir dann auf die letzten Jahre schauen, da geht es dann schon vielleicht wieder ein klein bisschen bergab. Ne? Trotz enormer Veränderungen in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft. Ne? Es ist schwer, Bildungssysteme zu verändern. Ne? Eine Zahl nur dazu, es gibt 11% der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die zuverlässig unterscheiden können zwischen Fakten und Meinung. Und das ist besser, als das jetzt im Jahr 2000 war. Da waren das nur 7%. Kann man sagen, okay, ist ein Fortschritt. Aber noch einmal, die Welt hat sich in diesen 20 Jahren absolut verändert. Im Jahr 2000 war das vielleicht ein Luxus, weil sich junge Menschen in der Regel darauf verlassen konnten, dass das, was sie lesen, zumindest in der Schule irgendwo stimmt. Die Schulbücher waren sehr sorgfältig redigiert und so weiter. Heute schaut man Dinge nach bei Google und niemand weiß, was stimmt, was nicht stimmt. Es geht heute nicht mehr darum, Wissen zu extrahieren, sondern Wissen zu konstruieren. Und daran gemessen hat sich im Bildungsbereich wenig getan. Warum? Auf der einen Seite, der Status quo hat immer viele Beschützer. Das ist leider so im Bildungsbereich. Auch wir als Eltern gehören dazu. Wir werden sehr schnell nervös, wenn unsere Schüler nicht mehr das lernen, was für uns damals ganz wichtig war. Vielleicht noch nervöser, wenn sie Dinge lernen, die wir nicht mehr verstehen. Ne? Manchmal unterrichten Lehrkräfte so, wie sie selber unterrichtet wurden und nicht so, wie sie gelernt haben zu unterrichten. Ne? Und für einen Bildungspolitiker, man kann mit Bildung eine Wahl verlieren, aber man gewinnt keine Wahlen mit Bildung, ne? Weil es eben sehr viel Zeit braucht, um gute Ideen in bessere Ergebnisse zu übersetzen. Ne? Die Frösche lernen selten den Sumpf. Ne, auch das ist klar. Es gibt viele handfeste Interessen im Bildungsbereich, am Status quo festzuhalten. Das sieht man auch in der gegenwärtigen Diskussion. Und es gibt enorme Asymmetrien in den Veränderungsprozessen. Ne. Wenn ich heute etwas verändern will, muss ich dafür bezahlen und kriege nur sehr langfristig irgendwo was wieder. Ne, ich muss heute im Grunde Entscheidungen treffen und auch die Folgen dieser Entscheidungen können positiv sein, müssen es aber nicht. Ne? Und es gibt viele, die von positiven Veränderungen profitieren werden, vielleicht einige, die verlieren werden und die werden sich gegen diese Reformbestrebung wehren. Ne? Bildung ist unglaublich komplex, wenn man sich die verschiedenen Entscheidungsebenen anschaut, gerade in einem föderalistischen Land wie Deutschland. Es ist schwer, Dinge zu verändern, auch gerade in Systemen, die sehr auf Konsens setzen.
Wir haben auch im Bildungsbereich keinerlei Industrie, die dieses Bildungssystem unterstützt, wie wir es im Gesundheitsbereich sehen. Na, dort, wenn wir irgendwo eine Impfung entwickeln müssen, Vakzin, das passiert dann. Da gibt es eine gigantische im Grunde Welt um die Gesundheit herum, die sich mit solchen Fragen befasst. Im Bildungsbereich sind die Schulen meistens ganz auf sich alleine gestellt. Also das sind die Herausforderungen. Deswegen sage ich gleich am Anfang, dieses Status Quo-Szenario sollten wir nicht im Grunde vernachlässigen. Zweites Szenario ist, das Bildungssystem, irgendwann fällt es auseinander. Das hält dem Druck der Zeit nicht mehr stand. Eltern werden sich Alternativen suchen, das sehen wir heute schon in den ersten Lebensjahren, wachsender Anteil von Privatschulen. Na, irgendwo sagen die Eltern, wir müssen neu lernen, die Technologieindustrie übernimmt vielleicht Teile des Bildungsangebots. Na, das sehen wir teilweise schon im tertiären Sektor, im Hochschulsektor, wo es viele im Grunde interessante alternative Angebote gibt. Das sind halt die Möglichkeiten, die Technologie heute bildet. Na, also das zweite, ein Szenario, wo das Bildungssystem sehr stark fragmentiert wird, aber wo es auch dann wieder große Herausforderungen gibt. Ne? Wenn das passieren würde, wie steht es dann um Chancengerechtigkeit? Wie steht es dann um eine Lehrplanentwicklung? Wie steht es dann um die Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten? Also ich glaube, das ist ein Szenario, das uns auch für große Herausforderungen stellen wird, gerade langfristig gesehen, in größere Fragmentierung im Bildungsbereich. Dann gibt es ein Szenario 3 und ja, nochmal einmal zu sagen, warum ist dieses Szenario 2 auch nicht so unwahrscheinlich, wie es vielleicht auf Anhieb klingt. Es gibt halt heute völlig neue Lernumgebungen. Das Lernen auf Distanz, wir haben so einen leichten Geschmack bekommen in der Pandemie, aber die Möglichkeiten, die dahinter stehen, sind absolut enorm. Sie können heute am Computer Mathematik lernen und während Sie lernen, studiert der Computer, wie Sie lernen und gibt Ihnen dann Rückmeldung, wo Ihre Interessen liegen, wo Ihre Schwächen liegen, Stärken liegen, was Sie langweilt, was Sie interessant finden und so weiter. Das ist heute möglich. Im Grunde können digitale Instrumente lernen sehr viel stärker individualisieren, als wir das im Klassenverband machen können. Wir können Lehrkräfte unterstützen. Wir haben auch heute schon Hands-on Environments, wo man auch berufliche Erfahrungen sammeln kann in einer virtuellen Umgebung. Und warum sollen Schüler dann noch zuhören, wenn ihnen eine Lehrkraft ein Experiment erklärt, wenn sie das heute im virtuellen Laboratorium selber durchführen können? Wir sehen auch bei der Bewertung von Schülerleitungen gibt es große Umbrüche. Heute sagen viele Schulen, viele Lehrkräfte, oh, die Tests, die nehmen uns Zeit weg, die stehlen uns Zeit, die verengen das, was wir im Unterricht gerne machen würden. Stimmt auch alles. In der Zukunft können das Lernen und die Bewertung fließend ineinander übergehen. Während ich lerne, bekomme ich die Rückmeldung, wo meine Stärken und wo meine Schwächen sind. Meine Lehrkraft sieht vorne im Grunde, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen. Auch das ist heute möglich und schafft ganz andere Voraussetzungen, um Lernen zu digitalisieren und eben auch um Alternativen zu schaffen, zu den Schulen als Leistungsträger. Learning Analytics, auch das ist ein dramatisch sich entwickelndes Feld, gerade in den asiatischen Ländern, wenn Sie heute nach China gehen, werden dort Technologien eingesetzt, wo Lehrkräfte wirklich Echtzeit-Einblicke haben in wie Schüler lernen. Sie werden mit Sensoren gearbeitet, die Daten reell verarbeiten und Lehrkräften ganz andere Möglichkeiten schaffen. Dort sind Lehrkräfte nicht mehr nur Wissensvermittler, sondern wirklich Designer von innovativen Lernumgebungen. Die sind wirklich damit befasst, jeden Tag sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich neue Technologien nutzen, und auch das schafft ganz andere Voraussetzungen. Blockchain-Technologien, auch die verändern Bildungssysteme. Heute haben wir am Ende immer noch das Abitur oder später das Staatsexamen und so weiter. Das sind sehr schwerfällige Prozesse. In der Zukunft können wir das Lernen sehr viel individueller verfolgen, verknüpfen und so weiter. Szenario 2. Die Bildungssysteme im Grunde entwickeln sich in ganz viele verschiedene Richtungen. Wir haben ein sehr fragmentiertes, vielfältiges Angebot, in dem sich die Lernenden und ihre Familien aussuchen, wie junge Menschen lernen, in welchem Zusammenhang. Vielleicht passiert auch genau das Gegenteil. Szenario 3.
dass die Schulen nicht an Bedeutung abnehmen, sondern an Bedeutung gewinnen. Das sehen wir heute schon in vielen erfolgreichen Bildungssystemen, wenn Sie nach Estland oder Finnland oder Dänemark im Norden Europas schauen, wenn Sie nach Japan oder Singapur in Asien schauen, da werden die Schulen wirklich zu Zentren der Gemeinden. Sie übernehmen sehr viele soziale Funktionen, vielleicht sogar Funktionen im Gesundheitsbereich. Es gibt eine sehr enge Vernetzung zwischen Schule und Gesellschaft. Eltern haben vielfältige Möglichkeiten, in Schule mitzuwirken, vielleicht auch im Grunde die viele Lebensbereiche finden sich in der Schule wieder. Ne? Im Grunde kann man die Schulen nicht mehr so klar trennen. Ne? Heute sind Schulen sehr gut darin, die Schüler drin zu halten und den Rest der Welt draußen. Ne? In Zukunft unter Szenario 3 könnten sich im Grunde diese Grenzen sehr stark miteinander vermischen und vielfältige neue Lernumgebung schaffen. Ne? Schüler werden vielleicht weniger Zeit im Klassenraum verbringen, mehr Zeit in anderen Lernumgebungen. Auch dort werden die Schulen wirklich zu entscheidenden Gestaltern. Ein Szenario, aber auch dann muss man sich überlegen, was heißt denn das? Was heißt das zum Beispiel für die Ziele in Bildung? Was heißt das für Qualifikation? Wie werden wir Kohärenz von Qualifikation sicherstellen, wenn sich Schulen einfach auch lokal völlig anders entwickeln werden? Ne? Und auch das sieht man in vielen der erfolgreichen Bildungssysteme unter einem solchen Szenario. Die Niederlande ist ein gutes Beispiel, eine ganz bunte Schullandschaft mit sehr viel Energie vor Ort, gut vernetzt, miteinander arbeiten. Aber man muss sich klar sein, was heißt das für die Ziele? Der Einfluss zentraler Bildungsziele wird dann wahrscheinlich sinken. Was heißt das für die Organisation der Strukturen? Wie organisieren wir den Raum, die Inhalte, die Zeit, die auch die Beziehung zwischen den verschiedenen Trägern von Bildungsprozessen. Ne? Sehr komplexe Fragestellung, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen. Auch die Frage, wird immer Spannungsfelder geben. Ne? Wo liegt der Balance zwischen individuellen Interessen und gemeinsamen Interessen? Ne? Auch gerade in der Leistungsbewertung. Ne? Das Formale wird vielleicht abnehmen, aber immer noch an größere Bedeutung haben. Das informelle Lernen wird wahrscheinlich weniger bedeutend sein als unter Szenario 2. Aber trotzdem, es wird auch hier zum Tragen kommen, mehr als zumindest am Status quo. Ne? Wir werden wahrscheinlich sehr viel mehr personalisiertes Lernen haben, individualisierendes Lernen, weniger standardisierte Prozesse, gerade weil sich die Schulträger eben auch lokal dann ganz anders entwickeln werden unter diesem Szenario. Ne? Wie gesagt, das sind Möglichkeiten, Annahmen, die es hier geben kann. Was könnte man über die Lehrkräfte sagen? Ne? Der Status der Profession, die Aufgaben, die Rolle in der Zertifizierung. Ne? Hier werden wir wahrscheinlich sehr viel höhere Anforderungen stellen an Lehrkräfte und dann wirklich zu gestaltern werden. Die Lehrkräfte müssen dort nicht nur gut unterrichten, sie müssen Mentoren sein, sie müssen Coaches sein, sie müssen Sozialarbeiter sein. Sie müssen mit Eltern, mit anderen Bildungsträgern, anderen Schulen gemeinsam arbeiten. Sie müssen an der Entwicklung neuer Bildungsprozesse, pädagogischen Konzepte arbeiten. Also ein sehr viel vielfältigeres Berufsfeld, aber auch sicher ein sehr anspruchsvolles Berufsfeld, ne? Wo man sich auch sagen muss, wie kann man damit leben? Und dann natürlich die Frage der Governance. Ne? Wie wird das alles letztendlich organisiert? Für viele, und ich im Gespräch mit der Bosch-Stiftung auch, das ist ein attraktives Szenario, weil es irgendwo das Szenario des Empowerments, wo man im Grunde wirklich sagt, hier werden Schulen zum Gestalter der Gesellschaft. Sie sind keine Dienstleistungsunternehmen, die vorgefertigtes Wissen vermitteln, sondern sie sind wirklich aktiv an der Gestaltung von gesellschaftlichen Prozessen beteiligt. Ne? Ist ein spannendes Szenario, ein interessantes Szenario. Wie realistisch ist es? Ne? Auf der einen Seite ist es erstrebenswert. Ne? Viele sagen, da möchten wir Schulen gerne hinentwickeln. Es gibt, wie gesagt, einige Bildungssysteme, die da sehr erfolgreich sind. Aber wo sind die Voraussetzungen dazu? Ne? Wenn man sich heute mal anschaut, ne? Wer trifft Entscheidungen? Sie können hier sehen, in den Niederlanden, Nachbarland Niederlanden, werden 90% aller relevanten Entscheidungen vor Ort getroffen in den Schulen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass dort die
entsprechenden Strukturen vorhanden sind, dass die Schulleitungen, die nicht nur die Möglichkeiten haben, sondern die auch nutzen können, Ressourcen zu verwalten, Unterrichtskonzepte neu zu gestalten, Lehrkräfte in die Gestaltung einzubinden. Vergleichen wir das mit Deutschland, da sind etwa 17% aller Getroffenen. Die meisten Entscheidungen in Deutschland werden irgendwo von den Bundesländern getroffen. Das sieht sehr dezentral aus, Föderalismus, ne, aber aus Sicht der Schule ist das vielleicht sogar mehr zentralistisch als jetzt in Ländern wie Finnland oder Estland, wo die Entscheidung zwischen Schule und zentraler Ebene abgestimmt werden. Also man muss sagen, realistisch gesehen ist Deutschland für ein solches Szenario momentan nicht besonders gut positioniert. Man muss auch sagen, dass die wahrgenommenen Freiräume in deutschen Schulen oft noch geringer sind als die gesetzlich möglichen Freiräume. Da werden also viele Entscheidungsfreiräume, die Schulen heute haben, oft nicht genutzt. Und das zeigt eben auch, sagt auch sehr viel über ein Bildungssystem aus, ne? Dass es eben für Lehrkräfte oft eher nachteilig als vorteilig ist, sich irgendwo innovativ an der Gestaltung zu beteiligen. Also das nur mal als Kontext, was wir auf der anderen Seite sehen, wenn man das im internationalen Vergleich anschaut, wo Schulleitung, wo Lehrkräfte mehr Verantwortung haben, Gestaltungsfreiraum haben, sind in der Regel die Bildungsleistungen besser. Ne? Während was jetzt auf lokaler Ebene passiert oder nationaler Ebene, das hat im Grunde weniger Bedeutung. Ne? Also man muss sehen, es ist sehr schwer, jetzt kausale Beziehungen hier reinzulesen, aber man sieht, im Schnitt kann man sagen, die leistungsstärksten Bildungssysteme haben meistens deutlich mehr Verantwortung und Gestaltungsfreiraum vor Ort, als es in Deutschland gegenwärtig der Fall ist. Und dieser Gestaltungsfreiraum ist Voraussetzung irgendwo für dieses Szenario 3. Gut, und dann kann man natürlich noch weitergehen. Szenario 4, das schließt sich vielleicht noch mehr an Szenario 2 an. Irgendwann vielleicht haben wir gar keine Bildungsinstitutionen mehr. Ne? Wir lernen immer, wir lernen überall, wir lernen zu jeder Zeit. Ne? Das ist also auch ein mögliches Szenario, das als Technologie basiert, irgendwo wir nicht mehr für die Arbeit lernen, sondern die Arbeit wird das lernen. Und wir werden uns jeden Tag neu orientieren müssen. Aber auch dann muss man sich darüber klar werden, was sind die Konsequenzen? Ne? Lernen ist ja keine Transaktion, sondern Lernen ist immer Beziehungsarbeit. Ne? Und dieses Ganze, das haben wir auch in dieser Pandemie sehr klar gelernt, ne? Dass es eben nicht irgendwo leicht zu ersetzen ist durch Technologien. Die Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern, die steht an erster Stelle. Ne? Und unter einem solchen Szenario ist es sehr schwer im Grunde, das aufrechtzuerhalten. Vielleicht haben wir irgendwo Lernbegleiter über unser ganzes Leben hinweg. Ne? Das gibt viele Möglichkeiten in dem Szenario. Ne? Was wir uns wiederum klar machen müssen immer, was sind die Konsequenzen? Was sind die Konsequenzen dieser Szenarien für die Bildungsziele, für die Organisation, für die Strukturen? Was sind die Voraussetzungen für die Lehrkräfte, für Governance? Und was sind die Herausforderungen für die Bildungspolitik? Es geht nicht darum, im Grunde, wie gesagt, die Zukunft vorauszusagen, sondern darum, durch Möglichkeiten durchzuspielen und mit den Konsequenzen umzugehen. Und sich dann, wenn wir uns irgendwo darüber verständigen, was wir uns für die Zukunft wünschen, dann sich auch klar darüber zu sein, was sind die Voraussetzungen dafür. Lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Es geht auch immer darum, eine Abwägung zu finden. Auf der einen Seite Bildungssysteme zu verändern, zu modernisieren, auf der anderen Seite Disruption. Na, im Grunde hier machen wir einen Bruch und machen Dinge völlig neu. Wie schlagen wir die richtige Balance? Wie können wir neue Zielsetzungen mit alten Strukturen in Verbindung bringen? Wie können wir die globale Perspektive stärken und auf der anderen Seite auch Identität und lokale Verankerung stärken? Haben Sie gesehen, in verschiedenen Szenarien wird sich das ganz anders durchspielen. Szenario 2 und 4 werden wir wahrscheinlich sehr stark internationalisierend haben, während Szenario 3 und 1 sehr stark lokal orientiert sind. Wie können wir Innovation im Bildungssystem stärken und auf der anderen Seite uns darüber klar sein, dass Bildung, wie gesagt, ein sozial sehr konservatives Umfeld ist. Ne? Veränderungen sind schwer. Ne? Alle im Grunde Beteiligten halten am Status quo. Wie können wir Potenziale realisieren, auf der anderen Seite uns auch
mit den bestehenden Kapazitäten irgendwo zurechtkommen. Wir haben im Grunde eine bestimmte Schullandschaft, bestimmte Lehrkräfte, bestimmte Fähigkeiten. Wie können wir damit im Grunde Potenziale realisieren? Wie können wir die virtuelle Welt und die reale Welt miteinander verknüpfen? Und schließlich, wo liegt die richtige Balance zwischen Lernen und Bildung? Herzlichen Dank, das nur zur Einführung. Mit ganz lieben Dank, Herr Schleicher. Ich schalte mich mal mit dazu und freue mich und bedanke mich, glaube ich, auch im Namen von vielen, die lauschen durften, für den sehr interessanten Impuls und die Verknappung der sehr komplexen Studie. Ich habe eine Nachfrage, die ich Ihnen kurz stellen will. Was wünschen Sie sich, was denn mit diesen Szenarien passiert? Ich glaube, dass wir uns intensiver mit Möglichkeiten befassen. Ich glaube, zu oft im Bildungssystem versuchen wir, irgendwo gleichförmig irgendwo kleine Dinge zu verändern. Und letztendlich ist das sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir müssen mutiger sein, mit alternativen Möglichkeiten umzugehen und die Konsequenzen zu verstehen und dann uns überlegen, welche Zukunft getrieben werden von einer Pandemie in die künstliche Intelligenz und die andere Entwicklung, sondern irgendwo gestalten wirken. Wir müssen junge Menschen für ihre Zukunft bilden und nicht für unsere Vergangenheit. Mhm. Ganz lieben Dank. Dann schalten wir mal Julia Kluge nochmal dazu, weil ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt schon aktiv geworden ist. Julia Kluge, komm mal zu uns. Und wir sind vielleicht gespannt, was wir für Bilder im Kopf haben und was sie auf der künstlerischen Seite jetzt für Bilder gesehen hat. Julia, willkommen zurück. Ja. Hallo, ich schalte euch mal die Kamera auf meinen Arbeitsplatz ein. Und da seht ihr jetzt schon die erste Zeichnung. Lernen kann man an jedem Ort. Die Assoziation hatte ich ziemlich schnell und das fand ich eine sehr schöne Aussage, weil das ja auch die Vielfalt der Studie widerspiegelt, also wie vielfältig Lernorte sein können und wie sich da auch die Gesellschaft einbringen kann. Und das zweite Statement, was ich auch sehr schön fand, war, während ich Mathe lerne, lernt der Computer, wie ich lerne. Und da fragt der Computer den Schüler, na, schon mal was von Kopfrechnen gehört? Also so ein bisschen, die Umkehrung der Digitalisierung. Genau. Julia, danke für den Moment, für die Einblicke in deinen Kopf und damit auch das Bereitstellen. Apropos Bereitstellen, weil sicherlich auch die Fragen, die jetzt zuhören, aufkommen. Erstens zeichnen wir gerade auf. Zweitens wird die Präsentation von Herrn Schleicher zur Verfügung gestellt. Danke an der Stelle. Und auch die Zeichnungen, nicht nur diese beiden, sondern auch die weiteren, die folgen, werden von Julia Kluge zur Verfügung gestellt über die OECD-Seite. Und da werden Sie auch noch darüber informiert. Ganz lieben Dank an der Stelle. Julia, wir sehen dich gleich wieder, später im Verlauf der Diskussion noch einmal und danken an der Stelle und gehen über in die Diskussion. Denn wir wollen ein wenig ranzoomen. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam, Herrn Schleicher, das machen wir beide nicht zu zweit nur, sondern wir werden weitere Diskutantinnen dazu rufen und dazu holen, sodass wir so ein bisschen uns konkret mit einem Szenario beschäftigen, Szenario 3. Und daher danke nochmal, dass Sie das auch für uns nochmal zusammengefasst haben. Schule als Bildungshub. Ein Ort, der sich ändern wird, in diesem Szenario beschrieben wird, dass er sich ändern wird. Also Schule von morgen braucht eben nicht nur diese gute Vision, wie könnte das und so weiter, sondern wir wollen jetzt im Folgenden mit drei weiteren Personen darüber diskutieren, wie sich diese Bedingungen für Schule ändern und ändern könnten sozusagen. Also wir schauen uns an, was wir auch für Vorstellungen haben, was wir für Ideen haben, wie wir das Bild von morgen beeinflussen könnten und sollten. Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das ist ja sehr komplex, was auch allein schon in Szenario 3 beschrieben würde. Schule ändert sich und ist so eine Art Kernstück, also bleibt ein Kernstück, aber ändert sich und geht viel, viel stärker in den Sozialraum hinein. Das vielleicht noch kurz an dieser Stelle. Ich möchte dazu
drei Diskutantinnen auf die Bühne bitten. Zum einen Professorin Nina Bremm, Professorin für Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Nina Bremm, kommen Sie gerne zu uns. Sie legt den Fokus auch, nicht nur, aber auch auf den Sozialraum und kann sicherlich auch einiges dazu beitragen, wenn es darum geht, über die Öffnung in den Sozialraum zu denken. Vor allem auch ihre Expertise liegt in den benachteiligten Lagen. Also da auch nochmal ganz genau hinzuschauen, was bedeutet es denn, wenn wir dann auch in bestimmte benachteiligte Lagen zum Beispiel schauen. Sie bringt auch, und darauf freue ich mich, bin ich sehr gespannt, auch die Perspektive, die internationale bzw. die US-Expertise mit durch mehrere Aufenthalte in den USA. Und kann auch sicherlich viel über soziale Ungleichheit aus der wissenschaftlichen Perspektive beisteuern. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Frau Bremm. Hallo. Nicole Schäfer. Nicole Schäfer ist auch bei uns, Schulleiterin. Kommen Sie gerne auf die Bühne, Frau Schäfer. Schulleiterin an der Franz-Leuninger-Schule in Mengerskirchen, Preisträgerschule 2018. Und sie lebt letztendlich einen offenen Ort, also nicht nur sie, sondern die gesamte Schule, und wird da sicherlich auch aus der Praxis, vielleicht auch von Stolperstein, da sind wir sehr gespannt, aber auch von Gelingungsbedingungen, wie es immer so schön heißt, erzählen können. Also was braucht es denn, um diese Öffnung in den Sozialraum vielleicht auch adäquat und geeignet auch gestalten zu können? Darauf freuen wir uns sehr. Und die nun dann fünfte im Bunde, wenn ich mich mit einbeziehe, ist Professorin Fock, Professorin Miriam Fock aus Potsdam. Hallo, Grüße auch Sie, schön, dass Sie auch da sind. Und da legen wir mit Ihrer Expertise im Gepäck den Fokus auf den Unterricht und auf das Lernen. Sie ist Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung an der Universität in Potsdam. Und ich möchte auch gerne nochmal wissen, ne, die Lernaktivitäten, das Lernen in so einem Szenario, wenn wir das jetzt gemeinsam miteinander besprechen, was ist denn, was bedeutet das denn dann relativ konkret? Und darüber freuen wir uns sehr. Das ist die Truppe für diesen Moment, für die Minuten, die uns jetzt gemeinsam geschenkt sind, und gleichzeitig auch die Aufforderung an Sie, die jetzt im Moment zuhören, beteiligen Sie sich gern. Beteiligen Sie sich gern in Form von Fragen und Anregungen und Diskussionsbeiträgen im Chat, und wir haben dann auch die Möglichkeit vorgesehen, da dem auch Raum zu geben, sodass das also hier als ernstzunehmende Einladung zu verstehen ist. Die Diskussion haben wir in drei Blöcke geteilt, da wir so ein bisschen jetzt diese einzelnen Bereiche, die dieses Schule als Bildungshub aufwirft, so ein bisschen genauer uns anschauen wollen. Das erste Szenario, der erste Themenbereich ist die Öffnung nach außen. Die Öffnung nach außen, das haben wir ja vielleicht in diesen Tagen auch schon durch die Öffnung in den Ganztag und Kooperation und so weiter. Da deutete sich ja so ein bisschen auch in einzelnen Bereichen schon was an. Aber in diesem Szenario, Herr Schleich hat es beschrieben, ist es ja sehr viel stärker in die Öffnung nach außen, in den Sozialraum. Dann wollen wir über die Lehrkraft, die Lehrerinnen sprechen. Also beschrieben als diejenigen, die sehr viel mehr Rollen bekommen in diesem Szenario. Also sehr umfangreiche Aktivitäten auch gestalten sollten. Und wir wollen über die Aktivitäten selbst sprechen. Also da ist auch die Rede von vielleicht weniger Lehrplänen, dann stattdessen Lernaktivitäten. Und das wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen. So, jetzt sollte sich halbwegs mein Redeanteil weiter nach unten schrauben, indem ich Ihnen allen die Bühne gebe. Und möchte anfangen mit dieser Öffnung in den Sozialraum. Also das Kernstück bleibt die Schule in einem Bildungsökosystem, heißt es. Was genau, wie kann denn nun so eine Öffnung aussehen in diesem Sozialraum? Und da erstmal die Frage an Frau Schäfer. Sie sind letztendlich bereits ein wenig, sagen wir, aber das ist ein wenig, Sie sind diesen Weg gegangen. Das heißt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Beschreiben Sie mal vielleicht, wie anhand dessen, was Sie selber gestaltet haben in der Schule, was das eigentlich genau bedeutet, und aus der Erfahrung gesprochen, was könnte denn noch diese Öffnung noch bedeuten? Ja, also wir sind, diesen Weg haben wir schon vor 20 Jahren eingeschlagen. Und wieso haben wir ihn eingeschlagen? Weil wir unzufrieden waren. Wir haben irgendwie gemerkt, dass wir hier in der Schule, aber auch um uns herum Bildungsbiografien von Kindern beobachten,
die eigentlich gar nicht den Verlauf nahmen, der den Ressourcen und Potenzialen der Kinder entsprachen, wir alle da machtlos zusahen. Gleichzeitig war der Frust im Kollegium und auch um uns herum immer größer, eben da nicht mehr machen zu können und so festgefahren zu sein in dem, was Schule da macht. Und wir haben gesagt, die Schule muss sich verändern, wir müssen uns verändern, aber das reicht nicht, weil eine Bildungsbiografie, die findet nur zum Teil in der Grundschule beispielsweise statt. Also braucht es mehr und es braucht auch mehr Akteure als die Lehrer. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben nach Afrika, haben uns dort das Sprichwort geklaut, es braucht ein ganzes Dorf, und uns auf den Weg gemacht. Und in 20 Jahren haben wir viel erlebt, viel erreicht. Und inzwischen ist es tatsächlich ein Wir und eine Verantwortung, die das ganze Dorf übernimmt. Ja. Für die Kinder und Familien. Und tatsächlich, und das ist, glaube ich, so der größte Erfolg, es führt zu sehr viel Zufriedenheit aller. Wenn ich heute so sehe, wie hoch die Unzufriedenheit in den Schulen, in den Kollegien, bei den Eltern, bei den Kindern ist, dann finde ich das sehr traurig und dann denke ich, es muss was passieren. Und von daher glaube ich, dass Szenario 3, mein Lieblingsszenario, gestehe ich an dieser Stelle, wirklich eine große Chance sein kann. Frau Brem, an der Stelle aus der wissenschaftlichen Perspektive gesprochen. Öffnung, das hört sich ja auch gut an. Also ich nehme an, das ist jetzt auch nicht wenig Arbeit, was Frau Schäfer da reingesteckt hat in den letzten 20 Jahren, bei Weitem nicht. Wie kann denn diese Öffnung gelingen? Also wie bewerten Sie das aus Forschungs- oder wissenschaftlicher Perspektive? Wie geht sowas? Also danke erstmal für die Einladung und für den interessanten Input, Herr Schleicher. Ich glaube, wenn wir uns fragen, wie das gelingen kann, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was Gelingen überhaupt bedeutet. Und da gibt es mindestens zwei Dimensionen. Also zum einen kann man sich überlegen, ist Gelingen das, wenn wir die Leistungs- und Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler unterstützen können durch solche Projekte, sind sie dann gelungen? Und da sagt die Forschung recht eindeutig, wenn das unser Ziel ist, dann müssen eigentlich alle Aktivitäten, die im Sozialraum ausgerollt werden und die Kooperation inhaltlich prägen, auf das Lernen, und zwar das inhaltlich vorgegebene Lernen vom Bildungssystem, auch abgestimmt sein. Das heißt also, nur wenn alle sich einig sind, bezogen auf die Lernziele, auf die Lerninhalte und auf die Vorgaben und auch auf die Strategien, und dann in dieser Richtung an einem Strang ziehen, hat das auch tatsächlich Effekte auf die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler. Alles, was, das zeigt die Forschung auch, alles, was eher in so Beziehungsstrukturen geht, das hat erstmal keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der Lernleistung der Kinder. Aber jetzt kommen wir zum zweiten und entscheidenden Punkt. Um die Beziehungen überhaupt erstmal zu etablieren und um sie überhaupt stabil zu halten, das heißt, um überhaupt sich zu verankern im Sozialraum, da sind vor allen Dingen Beziehungsstrukturen und Anerkennung zunächst erstmal wichtig. Das heißt, bevor ich nachdenken kann darüber, wie ich Lernprozesse von Kindern in so einem Modell verbessern kann, muss ich erstmal darüber nachdenken, wie bekomme ich alle Menschen in ein Boot und wie bekomme ich die Menschen tatsächlich engaged in solche Prozesse, dass sie mitarbeiten. Und dafür braucht es ein Wissen um den Sozialraum, dafür braucht es eine Anerkennung in Bezug auf unterschiedliche Lebensstile. Es braucht eine Anerkennung von Unterschiedlichkeit, von Heterogenität, und es braucht einen Dialog und einen Aushandlungsprozess tatsächlich zwischen den Akteuren. Und wir wissen aber, dass Bildungsthemen, Inhalte, Prioritäten zwischen unterschiedlichen Akteuren und auch unterschiedlichen sozialen Gruppen im Bildungssystem durchaus differieren können. Und das heißt, dass da also potenziell ein Konfliktpotenzial besteht. Das heißt, wenn man tatsächlich sich öffnet in den Raum, muss man auch Gespräche, Kommunikation, Auseinandersetzung über Inhalte von Bildung zulassen. Und das spricht natürlich, wie Herr Schleicher das vorhin auch schon angesprochen hat, gegen ein zentralistisch über Curricula organisiertes Bildungssystem. Und da muss man sich als Gesellschaft, und den Punkt möchte ich ganz deutlich machen, dass wenn so ein Szenario in Betracht kommt, muss man sich als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wo denn Inhalte, Normen, Werte
und zentrale Zielperspektiven der Bildungskurricula herkommen sollen. Weil dort stehen nämlich die Firmen schon relativ stark auf dem Teppich. Das heißt also, wir arbeiten beispielsweise in Spanien mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die machen Assessment über Videogaming. Und die Firmen stellen sich die Personen ein, die über die Fähigkeiten verfügen, die im Videogame Assessment relevant sind für ihre Firma. Das heißt also, da können Strukturen, die abseits von gesellschaftlichen Werten von Bildung, die wir ja diskutieren müssen, auch aus wissenschaftlicher und auch gesellschaftlicher, politischer Perspektive, auch unterwandert werden. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt in diesem ganzen Szenario. Mhm. Wenn es diversifiert, also wenn es divers wird, brauchen wir eine Idee davon, auf welche gesellschaftlichen Grundpfeiler für Bildung wir uns einigen können. Mhm. Vielen Dank. Frau Fock, vielleicht an der Stelle nochmal die offene Frage, wenn es um die Öffnung in den Sozialraum geht, wie bewerten Sie das aus Ihrer Perspektive gesprochen? Also erstmal denke ich auch, das ist ein Szenario, was ja manche Schulen, wir haben es von Frau Schäfer gehört, aber an manchen Schulen, die nähern sich dem ja auch schon an. Wir sehen das schon. Also viele Schulen, die den Deutschen Schulpreis bekommen haben, machen das, die kooperieren ganz, ganz viel, holen ganz viel Personen, Institutionen und so weiter in die Schule rein. Und in den Ganztagsschulen sehen wir das zum Teil ja auch, dass die einfach mehr Zeit haben und sozusagen all das, was in der Freizeit am Nachmittag laufen würde, eben auch in die Schule reingeholt wird. Und das hat ja großes Potenzial, auch wenn wir sehen, dass so eine Ganztags-, dass allein dadurch, dass man zur Ganztagsschule geht, man nicht einfach direkt mehr lernt. Das ist auch klar, das sagte Frau Brem ja gerade, das finden wir nicht, sondern es kommt offenbar darauf an, auch genau was wird dann gemacht, wie wird gefördert, was wird reingeholt. Aber gleichzeitig wissen wir auch, Ganztagsschulen haben ja auch schon Effekte. Also es gibt auch messbare Effekte, die man schon sehen kann. Also zum Beispiel Sozialverhalten von Kindern. Darauf scheint es offenbar positive Effekte zu haben. Auch Elternbeteiligung fällt besser aus. Also ein paar Dinge lassen sich empirisch schon zeigen, durch so einen Ansatz, dass es funktioniert. Ja, aber von daher, ich fände auch wirklich wichtig, immer zu überlegen, was ist das Ziel, was ist das Bildungsziel und was muss man dafür tun? Was bringt uns da weiter? Und nicht einfach zu sagen, Hauptsache öffnen und Hauptsache Vielfalt, sondern sich klar zu überlegen, was sind die Ziele, die wir anstreben. Und ich finde aber auch den letzten Punkt, den Frau Brem angesprochen hat, wirklich wichtig. Und das hat mich auch bewegt beim Lesen dieses Szenarios, also zu überlegen, wenn wir ganz viel Öffnung erleben, vielleicht in der Zukunft in diesem Szenario und ganz viel Flexibilität, wie kann man auch ein Bildungssystem auf eine gewisse Art schützen? Also dass bestimmte Qualitätssicherung gegeben ist, also bestimmte Qualitätsstandards auch überall stattfinden, egal in welche Richtung sich eine Schule entwickeln kann und auch, auch letztlich bestimmte Normen, Werte und auch vielleicht demokratische Prozesse zu schützen, die das Schulsystem im Moment ja doch ziemlich stark schützt. Aber je weiter das geöffnet wird, desto mehr Gefahren gibt es da vielleicht auch. Ja, soweit erstmal. Danke sehr. Danke sehr. Ich habe noch eine Frage an Herrn Schleicher. Wenn Sie das vor sich sehen, diese Schulen als Kernstück, die bleiben, welche Rolle übernehmen die dann dabei? Also sind das eher diejenigen, die das dann steuern oder koordinieren die das? Oder gibt es noch eine weitere Koordinationsstelle, die sagt, okay, diese einzelnen, sagen wir mal, Kreise dann zusammenkommen und wie diese einzelnen Akteure auch zusammenkommen, machen das Schulen? Machen Sie sich nochmal an? Entschuldigung. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage. Man muss sehen, unser gegenwärtiges Bildungssystem, auch gerade in Deutschland, ist sehr vertikal strukturiert. Ne? Als Lehrkraft schaue ich auf zum Schulleiter, Schulleiterin, die schauen rauf zur Bildungsadministration, zu den Bundesländern und so weiter. Ne? Ich glaube, das Szenario 3 setzt eine viel stärkere horizontale Orientierung voraus, ne? Dass ich als Lehrkraft eben genau weiß, was machen die anderen Lehrkräfte, dass ich im Grunde mich selber weiterentwickle, dass ich andere Klassen im Grunde mir anschaue, daraus lerne, mit anderen Lehrkräften lerne, dass wir im Grunde eine sehr viel stärkere Profession haben. Und ich glaube, langfristig, da kam die Frage ja auch, berechtigte Frage zu Interessenskonflikten auf, langfristig werden Bildungssysteme nicht durch die Politik beschützt, denn die steht vor demselben Dilemma, sondern durch eine starke Profession. Ich glaube, daraus wird sich im Szenario 3 im Grunde die Integrität des Bildungssystems entwickeln, dass im Grunde Lehrkräfte wirklich das, was sie unterrichten, auch selber mitentwickeln und da auch das gemeinsam machen.
Professionelle Autonomie heißt nicht, ich mache das, was mir heute gerade in den Sinn kommt, sondern ich mache das, wo ich weiß, im Namen meiner Profession, das ist das Richtige. Und das machen meine Kollegen auch so. Ich lerne mit meinen Kollegen. Also diese starke Profession ist, glaube ich, ganz wichtig. Auf der Ebene der Schulleitung muss man sagen, Szenario 3 setzt voraus, dass Schulleitungen ganz fest verankert sind mit anderen Institutionen, nicht nur mit anderen Schulen. Viele der Voraussetzungen oder Herausforderungen oder das Szenario 3 lassen sich gar nicht von einer Einzelschule leisten. Das lässt sich nur im Schulverband irgendwo leisten, dass sich Schulleitungen zusammentun und sagen, denken Sie allein, wenn Schulen in Deutschland plötzlich vor der Herausforderung stünden, wir müssen unser Personal selber einstellen. Wir bekommen die Leute nicht mehr zugewiesen, sondern wir müssen selber entscheiden, wen stellen wir ein, für welche Aufgaben. Das kann ja eine Schule alleine gar nicht leisten. Also ich hatte ja gar nicht diese HR-Kapazitäten, die man dazu braucht. Da braucht man dann eben schulumfassende Zusammenarbeit. Aber ich glaube auch von Schulleitungen unter Szenario 3 würde man erwarten, dass sie auch sehr gut zusammenarbeiten mit anderen gesellschaftlichen Trägern, dass sie im Grunde dieses Zusammenspiel, das Dorf, was man dazu braucht, das muss halt von den Schulleitungen irgendwo auch dann unterstützt und werden. Das sind die wirklich sehr hohen Anforderungen, die unter Szenario 3 bestehen. Aber genau das leisten einige der erfolgreichsten Bildungssysteme heute. Das muss man einfach sagen. Wenn Sie heute nach Estland oder Finnland gehen, da treffen Sie auf Schulleitungen, die sich sehr viel weniger als administrative Koordinatoren verstehen, sondern wirklich als Entwickler von Lernprozessen und auch da im Grunde viele Leute mit ins Boot holen. Schulleitung ist dort immer ein Prozess in einem Team, in einem interprofessionellen Team. Da würde ich gerne nochmal Frau Schäfer fragen, aus der 20-jährigen Praxis heraus, gibt es da Gelingungsbedingungen, also was, wo Sie besonders gesehen haben, das klappt einfach gut? Also ich denke, dieses Szenario ist im Moment sehr von den Akteuren vor Ort tatsächlich abhängig. Und da, wo das passt und da, wo es Engagement gibt und wo es die Einsicht gibt und wo es auch eine gemeinsame Vision gibt, da gelingt das trotz des Systems. Also ich glaube, nichts in diesem System oder wenig spricht dafür, dass es gelingen kann. Und das ist eigentlich, wie eben alle Beteiligten festgestellt haben, das wäre Aufgabe in Szenario 3, ein Unterstützungssystem für ein solches Szenario zu finden, weil es kann nicht sein, dass immer mal da, wo ein engagierter Mensch auf ein paar andere Engagierte trifft, so etwas gelingen kann und an anderen Orten nicht. Vielen Dank. Ich schiele so ein bisschen zur Seite, weil mein zweiter Monitor da die Fragen auch sammelt. Nicht, dass Sie sich wundern und das als unhöflich empfinden. Und gleichzeitig sortieren wir hier ein bisschen die Fragen, die auch schon fleißig und im Chat gestellt werden. Und werden Sie, gerade jetzt kommt was zur Lehrerbildung, nochmal an der adäquaten Stelle stellen. Bleiben wir doch mal bei der Lehrkraft, bei den Lehrerinnen. Als, sagen wir mal, Entwicklerinnen von Lernaktivitäten. Herr Schleicher hat es schon angedeutet, da kommen doch schon ein Packen an Anforderungen noch drauf in dem Szenario, das beschrieben wurde. Können Sie das vielleicht nochmal kurz wiedergeben, welche Rollen oder auch unterschiedlichen Rollen so eine Lehrkraft in diesem Szenario, was das Szenario 3, was Sie beschrieben haben, tatsächlich einnimmt? Was sind das so für Rollen? Ja, wahrscheinlich unter einem solchen Szenario werden Lehrkräfte weniger Zeit unterrichten. Sie werden aber sehr viel mehr Zeit mit Schülern, mit Eltern, mit anderen Bildungsträgern außerhalb des Unterrichts verbinden. Sie werden sehr viel mehr Zeit verbringen, gemeinsam mit anderen Lehrkräften zu lernen. Ich glaube, wir müssen uns bei Lehrerbildung davon trennen, dass man Menschen einmal für ihr Leben ausbildet, sondern Schule und das Szenario 3 ist nicht nur ein Ort, wo Schüler lernen, sondern wo alle lernen, wo Lehrkräfte, Schulleitungen jeden Tag im Grunde an neuen Herausforderungen arbeiten. Und ich glaube, das ist ein sehr viel vielfältigeres, aber auch anspruchsvolleres Arbeitsumfeld, ne, wo ich im Grunde auch selber die Balance finden muss. Ich glaube, daran liegt die Herausforderung, im Grunde jeden Tag mal überlegen, wie setze ich meine Zeit heute an, um meine Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. Ne? Und das heißt vielleicht auch, dass man sehr viel flexibler mit Dingen wie Klassengröße umgeht. Also heute haben wir im Grunde standardisierte Klassengrößen, standardisierte Arbeitsbedingungen. Vielleicht muss auch da sich eine Lehrkraft morgen
viel mehr Gedanken machen. Welche Größe von Klasse brauche ich für welche Arbeitsumgebung, Lernumgebung brauche ich für welche Unterrichtsprozesse? Da wirklich als Designer von solchen Prozessen zum werden. Daran anknüpft eine Frage aus dem Publikum, die ich gerne Frau Fock stellen möchte. Als Beteiligter an der Hochschullehre für das Lehramt frage ich mich, wie sollte sich die Ausbildung für künftige Lehrkräfte, das sagen wir jetzt die Brücke zum, an diese möglichen Szenarien anpassen? Müssen wir verstärkt auf Fähigkeiten zur Beratung, Gestaltung und Vernetzung setzen? Frau Fock, was meinen Sie? Ja, also erstmal würde ich sagen, in Deutschland haben wir jetzt schon eine unglaublich gute Lehrerbildung. Also wenn man das im internationalen Vergleich sieht, das Studium ist hier extrem lang. Man lernt sehr, sehr viel. Es gibt inzwischen viele Praktika, die von der Universität begleitet werden, von Mentoren und so weiter. Also da hat sich ja viel getan und es ist eine wahnsinnig aufwendige Ausbildung. Das sieht man immer daran, wenn Leute aus dem Ausland kommen mit einem ausländischen Abschluss. Für die ist es sehr, sehr schwer, hier als Lehrkraft anerkannt zu werden. Also wir verlangen schon sehr viel in der Ausbildung von den Lehrkräften. Also das finde ich ist erstmal eine gute Grundlage und gleichzeitig auf jeden Fall müssen sich auch Kompetenzen ändern von Lehrkräften. Also was wir auch jetzt schon versuchen in der Lehrerbildung ist, die angehenden Lehrkräfte besser darauf vorzubereiten, intensiv zu kooperieren. Also wirklich gar nicht erst anzufangen mit dieser Idee der Lehrer, die Lehrerin ist Einzelkämpfer an der Schule, sondern in Teams zu arbeiten, kooperativ zu arbeiten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz. Die braucht man dann sowohl in der im engeren Kreis der Kollegen in der Schule, aber natürlich auch, wenn man netzwerken will mit Partnerschulen oder mit anderen Akteuren. Ich glaube, da brauchen die zukünftig andere Kompetenzen und ein anderer wichtiger Bereich, wenn man so flexibel und so individuell arbeitet, noch mehr als heute, braucht es auch mehr diagnostische Kompetenzen. Also auch das ist was, wo wir, glaube ich, noch investieren müssen, dass Lehrkräfte besser dazu in der Lage sind, genauer einzuschätzen, wo steht jemand gerade, eine Schülerin, ein Schüler, was wäre der nächste Schritt, wie kann ich diesem Kind jetzt besser helfen, wie kann ich es unterstützen, wie muss es gefördert werden. Also das sind, glaube ich, wichtige Kompetenzen, an denen wir noch arbeiten müssen. Und vielleicht nochmal jenseits der Kompetenzen, das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass man nicht sagen kann, jede Lehrkraft muss alles jeden Tag neu erfinden. Ich glaube, das ist eine Überforderung und es wäre für die Qualität auch nicht zuträglich, sondern ich glaube, es braucht noch mehr als bisher so evidenzbasierte Methoden, auch Konzepte, Programme, die Lehrkräfte dann sehr kompetent und maßgeschneidert einsetzen können. Aber auch da fehlt es noch, dass man eigentlich das, was wir in der Forschung vielleicht herausfinden, noch besser transferieren kann für eine leichte Anwendung, für eine gute Anwendung in der Praxis. Vielleicht nochmal an Frau Prem die Frage, nochmal im Zusammenhang mit, jetzt haben wir über die Lehrkräfte gesprochen, die also ganz viele verschiedene auch Kompetenzen und so weiter haben. Und was ja auch deutlich wird, ist, dass es nicht nur bei der einen Person bleiben wird, die das alles macht, sondern dass es sich sehr viel stärker in den Sozialraum begibt. Das hatten wir schon gesagt. Und also in Museen ist da beschrieben und so weiter. Also das sind nur noch Lerngelegenheiten, weniger Lernpläne. Wie genau kann das denn aussehen? Also mir geht es da vor allem um dieses Zusammenspiel dieser einzelnen Akteure, also die eine Seite und die andere Seite oder verschiedene Seiten, es sind ja nicht zwei dann, sondern ganz viele. Wie könnte das aussehen? Ich würde gerne, wenn es erlaubt ist, noch mal einmal zu Frau Fock zurück, zu dem, was sie gesagt hat. Also ich glaube, eine grundlegende Frage, über die wir nachdenken müssen, ist wirklich, ob eine hierarchische Wissensstruktur im Bildungssystem das ist, was so ein Szenario fördern wird. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass wir Konzepte an den Universitäten beispielsweise entwickeln und die dann transferieren, beispielsweise über Fortbildungen, über Programme, spricht es dem entgegen, was eigentlich in dem Szenario gedacht ist, als netzwerkartige Struktur der Expertise, die gebildet wird im System, ne? Und wo auch nicht mehr Fortbildungen das Konzept der Wahl ist, sondern Professional Learning Communities, Communities mit anderen außerschulischen Akteuren, in denen Wissen
am besten auch unter Einbezug von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam entwickelt wird und so auch kontextspezifisch hervorscheint und vor allen Dingen auch die systematischen Entwicklungskapazitäten und auch Organisations-, aber auch Unterrichtsentwicklungskapazitäten und auch die Metaperspektive der an solchen Projekten beteiligten Akteure vor Ort im Arbeitsprozess schärft. Also nicht, ich würde mich auch absolut dagegen aussprechen, die erste Phase, die ist wichtig, auch um so einen wissenschaftlichen Habitus zu generieren bei Lehrkräften, aber die noch weiter zu überfordern, das fände ich gar nicht richtig. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn so ein Szenario das ist, was für uns in Frage kommt oder erwünschenswert ist, wie es mit horizontalen und vertikalen Zuständigkeiten in den Bildungssystemen ausgeht. Und da sind wir aber wieder bei der Frage, wo wir darüber nachdenken müssen, wer setzt denn dann die Standards für das, was wir haben wollen als Gesellschaft? Und da braucht man eigentlich einen an Habermas angelehnten Diskurs über die hehren Ziele einer Gesellschaft. Und ich habe gerade eine private Nachricht gekriegt, sind denn Firmen keine Akteure der Gesellschaft, weil ich gerade gesagt habe, die Firmen, die stehen da schon in den Startlöchern, um da Assessment-Instrumente für ihr Personal zu entwickeln. Natürlich sind sie das, aber sie haben eine ganz spezifische Logik, nämlich eine Verwertungslogik und auch eine kapitalistische Logik. Und die muss diskutiert werden, mindestens gesellschaftlich mit anderen Positionen, ob man der folgen will. Und es darf nicht passieren, aus meiner Perspektive, dass technische Entwicklung diesen Diskurs überholt. Dass es auf einmal da ist, dass Strukturen da sind, die sowas möglich machen und es nicht reflektiert und gesellschaftlich akzeptiert und auch abgesichert ist. Frau Nahr, kann ich da gleich nochmal was drauf sagen? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, Frau Fock und dann Frau Schäfer habe ich auch gesehen, sehr gerne. Okay, ja, ich glaube, Frau Brenn, dass das gar nicht so ein Widerspruch ist. Also klar, kommen wir nicht weiter, wenn wir an der Uni irgendwelche Programme entwickeln und dann die Schulen von der Schulaufsicht gesagt kriegen, ihr müsst das jetzt machen. Das bringt gar nichts. So, meine Kamera verabschiedet sich gerade. Sondern natürlich muss das, ich fand auch den Begriff von Herrn Schleicher eben sehr schön zu sagen, man braucht eine starke Professionalität und Lehrkräfte brauchen sehr viel Kompetenz und können auch selbst entscheiden, was sie wie anwenden. Aber ich glaube, wenn man das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, jede Schule erfindet sich permanent neu und jede Lehrkraft muss selbst ihre Methoden und ihre Strategien entwickeln und so weiter und irgendwie selbst herausfinden, was wirkt, dann verschenken wir, glaube ich, ganz viel Qualität, sondern es gibt ja ganz viel gesicherte Erkenntnisse und auch gute Programme oder Strategien. Und da geht es dann auch darum, die verfügbar zu machen und die anwendbar zu machen. Und jeder Lehrer muss dann wieder gucken, wie kann ich das anwenden? Für welches Kind, in welcher Situation muss ich das denn auch wie anpassen? Also das wäre mein Punkt, nicht zu sagen, wir lassen die Schulen alleine und jeder entwickelt sich irgendwie und wird dann schon was Schönes bei rauskommen, sondern das muss Hand in Hand gehen. Frau Schäfer. Ja, ich möchte Frau Fock ein bisschen ergänzen vielleicht. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen, was die Ausbildung der Lehrer angeht. Denn wenn ich sehe, wie es in den Schulen nun wirklich tagtäglich aussieht und wie viel Überforderung da ist und wie hoch die Zufriedenheit aller da ist, dann scheint noch irgendwas nicht stimmig zu sein. Und mal abgesehen, ob wir jetzt Szenario 3 schaffen oder nicht, insgesamt stehen wir alle vor der Frage, wie muss sich die Schule entwickeln, wie kann sie sich entwickeln? Und es ist sehr verzwickt. Es ist so ein Kreislauf. Die Schule ist tagtäglich mit Alltagsproblemen konfrontiert. Das wiederum stresst und fordert anscheinend die Kollegen so sehr, dass sie weder in Schulentwicklung noch insgesamt in Entwicklung noch so viel Potenzial stecken können. Das wiederum gibt ihnen nicht die Chance, auch zu erkennen, was solche Entwicklungsprozesse vielleicht bewirken könnten. Und ich erlebe ständig, dass Schulen sich in diesem Kreislauf bewegen und da nicht rauskommen. Und ich plädiere sehr für ein unterstützendes System insgesamt, was Entwicklung angeht, was Moderation angeht, was engere Kooperation angeht. Das werden Schulen alleine nicht schaffen können. Aber es gibt echt die Chance. Und ich glaube, wir müssen die ergreifen, weil
so wie es jetzt ist, ist es schade für die Kinder und Familien und vor allen Dingen auch die, die dort arbeiten in Schulen. Wer ist denn das dann? Also wer sind denn diese unterstützenden Personen? Also die Qualitätsfrage wurde ja auch schon von einigen Personen auch im Chat gestellt. Also ist das die Politik? Wer stellt diese unterstützenden Systeme dann, von denen Sie sprachen? Also wenn die Frage an mich geht, dann jeder. Also da müssen die Schulen... Natürlich muss jeder Lehrer und jeder Bürgermeister und jede Institution da vor Ort ist gefragt und muss sich einbringen. Aber generell müssen auch die, die jetzt Schule unterstützen, das System als solches sich hinterfragen, ist das, wie wir agieren, dienlich für diesen Prozess. Und im Moment habe ich den Eindruck, dass jeder sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich kann es nur aus Sicht der Schule sagen, es kommt viel zu wenig dort an und Schulen sind oft sehr alleine gelassen und das ist sehr schade. Frau Prem, bei mir dort drüben und dann möchte Herr Schleicher was sagen. Frau Prem. Nur zum Ausschnitt Wissenschaft, weil ich darüber am besten sprechen kann. Also ich würde mir unheimlich wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gäbe, in richtig gute Praxis-Wissenschaftskooperationsprojekte der gemeinsamen Entwicklung zu gehen. Hier in der Schweiz ist es ein bisschen besser möglich, deswegen bin ich jetzt hier. In Deutschland ist es mit einem Lehrstuhl an der Universität fast unmöglich, das zu machen, weil die Strukturen an der Universität gar nicht da sind. Da sind einfach ganz andere Logiken innerhalb, oder kaum, ganz andere Logiken innerhalb des Systems wichtig und auch die Kompetenzen sind nicht unbedingt da. Und ich glaube, da muss Bildungspolitik auch wirklich die Rolle der Wissenschaft nochmal neu überdenken, wobei ich ganz klar sagen muss, es muss auch wirklich Grundlagenforschung geben, die keinen Anwendungsbezug hat, die muss an Universitäten stattfinden können. Nicht alles muss in eine Verwertungslogik gehen, die dem Bildungssystem hilft, aber es muss auch Stellen geben, die wirklich Raum haben und Freiheit haben, praktisch mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ich habe heute Morgen einen Vortrag von Michael Fullan gehört, der gesagt hat, also die wichtigsten Erkenntnisse, die ich in meinen Büchern geschrieben habe, das sind Erkenntnisse aus der Praxis, die wir dann untersucht haben wissenschaftlich. Und da ist die Lücke aus meiner Perspektive nicht aufgrund individueller Vorlieben oder weil Professoren nicht in Schulen wollen, aber die Rahmenbedingungen sind einfach im Moment nicht gegeben. Und da muss Bildungspolitik, glaube ich, aus meiner Perspektive wirklich nochmal nachdenken, welche Potenziale damit verschenkt werden. Ja, vielen Dank. Dann haben wir Herr Schleicher und Frau Fock und dann würde ich bisschen zum nächsten Themenbereich gerne übergeben. Ja, ich glaube, es wäre ein Fehler, irgendwo Szenario 3 mit einer Vereinzelung der Schulen gleichzusetzen. Mhm. Im Grunde muss man doch sagen, die Vereinzelung haben wir heute, trotz eines sehr zentral gesteuerten Systems. Ne? Im Grunde, die Lehrkräfte sind alleingelassen in 4 Schulwänden, die Schulen sind alleingelassen. Wir haben ein sehr atomistisches Bildungssystem und für mich ist das genau die Konsequenz eines zentralen, rein zentral gesteuerten Bildungssystems. Ich glaube, Szenario 3 baut auf einem ganz anderen Konzept auf, nämlich dass alle die Lehrkräfte miteinander sehr viel stärker verknüpft sind. Dass eben, wie Frau Fock das auch gesagt hat, dass es eben nicht darauf ankommt im Grunde, wer sagt mir, wie ich unterrichten soll, sondern dass Lehrkräfte wirklich auf eine gemeinsame Professionalität zugreifen können, zu der sie auch jeden Tag selber beitragen. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie sowas heute schon genutzt wird. In der Provinz in Shanghai zum Beispiel, wenn Sie dort Lehrkraft sind, dann stellen Sie meistens Ihre Unterrichtskonzepte, Ideen irgendwo auf eine gemeinsam genutzte Plattform und die ist sogar mit reputationsbasierten Metriken verknüpft. Das heißt, je mehr andere Lehrkräfte ihre Unterrichtskonzepte nutzen, verbessern, weiterentwickeln, kritisieren, umso mehr gewinnen sie als Status. Und das wird zum Beispiel am Ende eines Schuljahres, fragt Ihnen Ihre Schulleiterin, Ihr Schulleiter nicht nur, wie gut haben Sie Ihre eigenen Kinder unterrichtet, sondern was haben Sie selber beigetragen, um das Bildungssystem zu verbessern? Im Grunde, das ist genau diese Idee von Szenario 3, eine starke Professionalität. Ne? Ich glaube, als gute Leitungskraft im Bildungssystem fragen Sie sich nicht, ob Ihre Lehrkräfte Ihren Anweisungen folgen, sondern fragen Sie sich, wie gut können Ihre Lehrkräfte miteinander arbeiten, ne? Und auch über die Schulgrenzen hinweg. Das ist wirklich die Voraussetzung von Szenario 3. Ich glaube eher, das führt zu mehr Vernetzung und weniger Vereinzelung. Für mich ist die Vereinzelung heute das Ausdruck eines sehr industriell geprägten Bildungssystems, ne? Wo im Grunde
irgendjemand überlegt sich, was sollen alle Schüler lernen. Ne? Dann wird ein schöner Lehrplan gemacht, der wird dann irgendwo weitervermittelt über viele Entscheidungsebenen. Irgendwas kommt dann bei den Schulen an und letztendlich stehen alle alleine vor diesen Herausforderungen. Mhm. Arbeitszeitmodelle. Ne? Heute im Grunde wird die Arbeitszeit strukturiert über die abgeleisteten Unterrichtsstunden. Unter Modell 3 arbeiten Sie mit einem Arbeitsumfeld, wo Lehrkräfte sehr viel mehr Zeit in der Schule verbringen. Außerhalb des Klassenverbands, ne, haben die wahrscheinlich ihre eigenen Büros, Räume, wo sie dann auch selber gemeinsam ganz andere Voraussetzungen und ganz andere Arbeitszeitmodelle auch. Ne? Danke sehr, Frau Fock. Ja, gerade den letzten Punkt fand ich jetzt interessant, da kann ich gut anknüpfen. Also Frage Ressourcen an Schulen. Ich glaube auch, in diesem Modell, wenn ich mir das so vorstelle, bräuchte es Arbeitsplätze an Schulen für die Lehrkräfte, aber auch eigentlich noch mehr Personal an Schulen neben den Lehrkräften. Also es fängt an bei Verwaltungskräften, die unterstützen, die mal Kopien machen oder irgendwas, ein IT-Administrator, auch Lehrassistenten, die dann mithelfen bei der Förderung, bei der Betreuung und so weiter. Also ich glaube, das müsste man sich mitdenken bei so einem Szenario, dass das gut funktionieren kann. Und dann nochmal zu dem Aspekt, den Frau Brem gerade angesprochen hat, also die Möglichkeit, mit Praxis zusammen zu forschen. Da würde ich nur gerne kurz aufmerksam machen auf ein großes Projekt, was wir gerade in Deutschland haben, nämlich Leistung macht Schule, LEMAS abgekürzt, wo wir eigentlich genau das machen, Bund-Länder-Projekt, wo wir mit einer großen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam mit 300 Schulen in Deutschland im Moment Dinge entwickeln, also eigentlich gemeinsam forschen mit jeweils dann Partnerschulen. Und in meinem Bereich, mein Projekt in diesem Großprojekt ist die Entwicklung von Kooperationen zwischen Lehrkräfteteams. Und ich glaube, dass das ganz, ganz zukunftsweisend ist, also Lehrkräfte darin zu unterstützen, stärker miteinander zu kooperieren. Und dafür braucht man auch eine Unterstützung der Schulleitung, dass überhaupt Kooperationszeiten und Kooperationsräume möglich sind. Und dann aber auch das einzuüben und einfach einen Raum zu bieten, eine Anleitung zu geben. Wie macht man das eigentlich? Wie bereitet man gemeinsam Unterricht vor? Kollegiale Hospitation, sich die Schüler genau anzugucken, sich darüber auszutauschen und so weiter. Also ich glaube, das ist, wo man dann auch bei Lehrkräften, die im Beruf sind, sagen berufsbegleitend, solche wichtigen Kompetenzen ausbildet, miteinander zu arbeiten. Und da erlebe ich auch, das ist für die Lehrkräfte natürlich aufwendig. Die müssen erstmal Zeit investieren, ganz schön viel sogar. Und die erleben aber, dass das in den meisten Schulen, mit denen wir arbeiten, dass das irgendwie auch was bringt. Also die sind dann dadurch motiviert, auch da Zeit zu investieren, weil sie merken, okay, das bringt mich weiter und das bringt vielleicht auch unseren Unterricht und unsere Schule weiter. Und ich finde, das wäre auch noch ein Punkt, den man sich überlegen muss für Szenario 3. Wie schafft man es denn eigentlich, Lehrkräfte zu motivieren? Also klar, es gibt die super motivierten Lehrkräfte und die tollen Kolleginnen, die auch jetzt schon versuchen, so zu arbeiten. Aber wie kann man das dann eigentlich schaffen, dass alle Schulen das auch machen und so sozusagen so intrinsisch motiviert sind? Oder muss man sie auch extrinsisch motivieren, dann solche Entwicklungsarbeiten zu machen? War das eine Meldung, Frau Schäfer, dazu? Ja, ich bitte Sie um Kürze, weil wir noch über den anderen Bereich noch reden. Ja, also ich denke, natürlich geht es nicht ohne die Lehrer als Hauptakteure oder als Mitakteure. Und ich glaube, generell wären sie dazu bereit. Und wir wissen jetzt schon, dass es gelingende Teamstrukturen in Schulen gibt. Und darüber hinaus müsste es eben Kooperationsstrukturen geben. Was ich mir nur wünschen würde aus der Praxis, wäre, dass das System nicht ständig dann in diesem Prozess noch Stolpersteine also dass man noch dagegen kämpfen würde, weil ich glaube, der Gewinn für den einzelnen Kollegen und für die Menschen vor Ort, die das gestalten würden, der wäre ganz schnell sichtbar. Aber es wäre gut, ich kann es nur aus unserer Erfahrung sagen, dass es doch im Moment noch zu sehr, zu viele Stolpersteine im Bereich der Kooperation gibt. Da müsste nicht nur die Schule und nicht nur die Lehrer, sondern da müssten schon alle ein bisschen mithelfen, dass das einfacher wird. Dass es einfacher wird, ja. Vielen Dank. Ich würde gerne, wir haben jetzt viel über Organisationen und Strukturen gesprochen, gerne noch auf den weiteren Punkt des Lernens in diesem Szenario sprechen. Also was haben wir sozusagen da auch, wir haben auch über Lehrkräfte gesprochen natürlich, wie gestaltet sich Lernen und wie sind Lernen, von diesen Lernaktivitäten ist die Rede. Vielleicht noch mal kurz zu Frau Schäfer, wie sieht so eine exemplarische
aus Ihrer Sicht gesprochen, oder was sehen Sie vor sich, wenn Sie sich in diesem Szenario Lernen vorstellen? Können Sie da vielleicht ein Beispiel, was Sie selber auch kennen und gut finden? Was sehen Sie da vor sich? Ja, Lernaktivitäten ergeben sich ständig und immer. Also man könnte natürlich an den Fragen der Kinder ansetzen, an lokalen Bedarfen, an gesellschaftlichen Entwicklungen. Da kämen Themen, die sind immer vorhanden. Und ich kann ein Beispiel machen, wenn man sich mit den Fragen der Kinder auseinandersetzt, beispielsweise woher kommt der Name der Schule? Und dann hat man automatisch Zeitzeugen, dann besucht man das Museum, dann setzt man sich mit dem Thema Widerstand auseinander, dann weiß man, wer Hans und Sophie Scholl ist, dann kann man zum jetzigen gesellschaftlichen Thema sagen, was ist Widerstand eigentlich wirklich. Dann diskutiert man mit, ob Windkraft im Ort installiert werden soll oder nicht. Oder wenn Flüchtlingskinder neu in die Schule kommen, was ist unser Part, wen laden wir ein, was machen wir mit der Politik, können wir mit denen reden. Also es ist immer ein Miteinander und vor allen Dingen hat es eine besondere Chance, auch Gesellschaft mitzugestalten und mit Verantwortung schon früh zu lernen. Ja, ja, ja. Ich möchte mal die Frage an Frau Bremm an der Stelle. Frau Schäfer hat das aufgezeigt, ne, was alles so möglich ist und so weiter. Ich würde gerne über Anerkennungsstrukturen und wir sprachen im Vorgespräch oder haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, sowas wie, was ist denn jetzt, gibt es da Mindeststandards, gibt es so etwas wie befindet Bewertung, findet Bewertung statt? Vielleicht kann man nochmal die grundsätzliche Frage stellen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube, das ist die Krux an dem Szenario, ne? Deswegen ist es da ja auch ausgeklammert. Es wird ja gesagt, irgendwie vielfältige Fähigkeiten werden anerkannt und zentrale Leistungsmessungen werden unnötiger oder komplett abgeschafft, bin ich ganz sicher. Also das ist ganz sicher, also wenn natürlich Bildung divers wird und kontextspezifisch wird und wenn man sich öffnet, auch für die Bedarfe beispielsweise in benachteiligten Stadtteilen der Communities, ja, also ich habe in den USA geforscht und konnte da viele Communities Area-Based Reforms besuchen und mit den Akteuren sprechen. Und tatsächlich in den benachteiligten Stadtteilen hat es nur geklappt, oder da hat es geklappt mit der Zusammenarbeit in den Communities, wo es gelungen ist, Community Leader mit in die Strukturen einzubeziehen. Das heißt also Menschen aus der Community heraus, die auch ein Mitbestimmungsrecht in Bezug auf die Ziele, die Normvorstellungen, die Bildungsziele, die Konzepte, die Strukturen hatten. Und da ergeben sich natürlich Spannungsverhältnisse, weil wir wissen, je benachteiligter ein Sozialraum ist, desto größer sind meist auch die Brüche zwischen den Normen und Werten, die in Schule gesetzt werden, zentral gesetzt werden und dem, was in Communities wichtig ist in Bezug auf Lernen. Und da muss man wirklich überlegen, wie man das überbrückt, gerade in den benachteiligten Communities. Also wenn man wirklich solche starken Ansätze haben will, bedeutet das Partizipation, es bedeutet ein Aufweichen der Standards, es bedeutet ein Herausnehmen auch von Accountability-Strukturen, von Druck im System, weil die schwierig sind, gerade für die Beziehungen und um die für Dialoge um Inhalte. Ich glaube, darüber muss man wirklich gut nachdenken, in so einem Szenario, wie man das löst. Und da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Diskurs. Mhm. Einerseits um Inhalte, auf die wir uns einigen können, aber wie Frau Fock auch gesagt hat, Qualitätsstandards, die beibehalten werden sollten, vielleicht auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall die zentrale Frage. Mhm. Frau Fock, vielleicht dazu noch direkt. Sie beschäftigen sich ja viel mit Lernen und Unterricht und so weiter. Wie sehen Sie das vor sich in so einem Szenario? Gelingt sowas? Also die Frage, Blick auf die Standards. Ne? Ja, die Frage, die ich als erstes stellen würde, ist, wir haben ja auch akut noch massive Probleme, was so Basiskompetenzen angeht, bei einem nicht zu vernachlässigenden Teil der Schülerschaft. Und das betrifft ja auch Deutschland. Also obwohl wir ein leistungsstarkes Schulsystem haben, schaffen wir es irgendwie immer noch nicht, dass alle Schüler die Mindeststandards erreichen. Und schön wäre ja eigentlich auch, wenn alle den Regelstandard erreichen. Und das ist ja jetzt nichts Übertriebenes, was da gefordert wird, sondern da gibt es ja einen relativ breiten Konsens. Das sind
Kompetenzen, die sollten irgendwie alle Jugendlichen erreichen, damit sie wirklich gut teilhaben können an der Gesellschaft. So, und wir schaffen das aber noch nicht. Und dann wäre für mich die Frage, die ich an jedes Szenario stellen würde, ist das Szenario dazu geeignet oder wie wird das dann, wenn wir uns jetzt diese Fantasie mal hingeben, wir hätten jetzt die Welt so wie in dem Szenario beschrieben, haben wir dann es geschafft, diesen Teil nochmal deutlich zu reduzieren von solchen Risikoschülerinnen und Schülern oder nicht? Und ich sehe da Chancen und Risiken in diesem Szenario, was das angeht. Und ich glaube, dass also sowas wie Motivation zu erhöhen, also Schülerinnen und Schüler eher dazu zu kriegen, für sich selber zu engagieren für ihren eigenen Bildungsweg, sehr, sehr gute Lehrkräfte zu haben, die individuell fördern können, das ist natürlich eine große Chance, was da vielleicht helfen kann auf diesem Weg. Auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr, wenn wir Standards wieder abschaffen oder sagen, die spielen keine Rolle mehr und auch bestimmte Kontrollsysteme, die etabliert wurden und Überwachungs- oder Monitoring-Systeme, wenn wir die sozusagen wieder runterfahren würden, ob da nicht eine Gefahr besteht, dass auch bestimmte Teile der Gesellschaft weiter runterfallen. Also vielleicht Schulen, wo es nicht gut läuft oder in Sozialräumen, wo es eben schwieriger ist. Also daran, das finde ich, daran sollten wir das messen, ob das gut funktionieren wird in so einem Szenario. Ja, Herr Schleicher, oder Frau Brem? Ja, ich glaube, da hat Frau Vogt wirklich einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, Chancengerechtigkeit wird sicher keine automatische Folge von solchen Szenario sein. Nur auch da möchte ich wieder sagen, auch die Chancengerechtigkeit wird ja auch im gegenwärtigen Bildungssystem nicht gewährleistet. Also ich glaube, die Gleichförmigkeit, die hierarchischen Strukturen, die haben ja nicht dafür gesorgt, dass das Bildungssystem chancengerecht ist. Man muss sogar sagen, Nachbarland Niederlande, wo die Vielfältigkeit in der Gesellschaft, soziale Vielfalt vielleicht noch größer ist als in Deutschland und die sicherlich die Bildungslandschaft sehr viel flexibler, offener, vielfältiger ist, denen gelingt es trotzdem besser, im Grunde die leistungsschwächsten Schüler zu fördern. Also ich glaube, ich sehe die Gefahr auch unter Szenario 3, aber ich sehe diese Gefahr eigentlich noch mehr unter dem Status quo, ne, wo man davon ausgeht, alle Schüler lernen irgendwie gleich, wir machen überall das Gleiche und irgendwann werden die Ergebnisse dann auch stimmen. Und das funktioniert ebenso nicht. Ne? Ja, Frau Brem und dann Frau Fock und Frau Schäfer hat sich, glaube ich, auch. Ich glaube, man muss einfach über die Inhalt dieser Mindeststandards nochmal nachdenken. Ne? Und also wenn man flexible Lernsettings erlaubt, muss man natürlich auch flexibler sein in Bezug auf Standards und in Bezug auf Accountability-Strukturen und Leistungsmessung. Ich glaube, nur daran festzuhalten, und da würde ich Herrn Schleicher wirklich recht geben, führt zu massiven es führt dazu, dass Kinder gerade in benachteiligten Standorten andauernd auf das reduziert werden, was sie nicht besonders gut können. Und andauernd dort liefern sollen, wo sie nicht besonders stark sind. Und die Frage ist, können wir andere Wege des Lernens gehen? Weil es gibt Studien beispielsweise, die wieder mit Computerspielen Fähigkeiten, Kompetenzen messen. Und dort sind auch benachteiligte Kinder, die unter das Mindeststandards Kompetenzraster fallen, auf einmal sehr, sehr kompetent und können ganz differenziert und kompetent agieren. Einfach, weil das Setting für sie besser ist. Und ich sage nicht, alles muss mit Gamification oder Videogames in den Schulen laufen, überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das kann eine Inspiration sein, darüber nachzudenken, wie können wir Lernsettings und gleichzeitig auch Mindeststandards und die Messungen derer nochmal anders denken, wo es nicht so sehr dazu kommt, dass Testfähigkeit beispielsweise gemessen wird, ja, also die aus einer sehr elitären Position konstruiert ist, sondern wo tatsächlich andere Wege gefunden werden, erstens die Settings diverser zu gestalten, aber auch das Messen von Leistungen und von Kompetenzen anders zu gestalten. Und wo man mehr Motivation und nicht dieses andauernde Scheitern an den Normen, die über das Bildungssystem als eines hier herübergestülpt sind, von gerade benachteiligten Kindern vorfindet, weil das führt zu absoluten Negativspiralen in der Bildungskarriere und im Bildungsverlauf. Also da einfach kreativer zu werden und nochmal drüber nachzudenken, nicht aufzugeben. Also da stimme ich Frau Vogt vollkommen zu. Also nicht aufzugeben und nicht zu sagen, wir überlassen jetzt jede Schule sich selbst, aber da kreativer zu werden, nochmal kontextspezifischer zu werden, genauer reinzuschauen, wie sind die Bildungssettings und wie kann man nach den Bildungssettings, die positiv sind, gerade für benachteiligte Kinder, auch danach die Leistungsmessung und die Kompetenzstufen nochmal umdenken oder erweitern. Mhm.
Ich bin, Frau Schäfer, entschuldigen Sie, ganz kurz der Hinweis. Es gibt sehr viele Fragen von dem Publikum, daher bitte ich um kurze Antwort, wenn es mir unangenehm ist, Ihnen das zu sagen. Also ich bin ganz dabei, ganz kreative Formen zu finden, wie man Schüler fördern kann. Und wenn man diese Förderung fördert, indem die Fortnite spielen und das führt dazu, dass sie besser lesen können, wunderbar. Da wäre ich immer dabei. Aber wo ich doch zu Vorsicht raten würde, ist zu sagen, wir müssen die Standards senken, weil damit tun wir den Schülern auch keinen Gefallen. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Also okay, nur oder die Standards umzuformulieren oder so, weil das, ich glaube, das ist... Das ist tatsächlich, bleibt ein wichtiges Ziel, dass man das auch schafft, bestimmte Kompetenzen zu erreichen, weil das ermöglicht dann tatsächlich eine gute Teilhabe im Leben. Und das wäre mir schon wichtig, nur die Wege dahin auf jeden Fall, die kann man natürlich, kann man sicherlich noch besser gestalten, als wir das bisher machen. Mhm. Also ich glaube, dass gerade Setting 3 Kinder, die eben diese Standards nicht erreichen, unterstützen. Ich glaube fast, dass das Szenario, das sind auch unsere Erfahrungen hier vor Ort, dass genau das Szenario ist und wir da sehr gute Erfahrungen haben, weil wir ja gucken müssen, warum erreichen die Kinder diese Standards nicht. Und das kann das Lernsetting sein, das kann aber auch eine ganz andere Ursache haben. Und ich plädiere für Mindeststandards. Die müssen gut überlegt und wohl durchdacht sein, aber wirklich Mindeststandards, weil sonst bleibt kein Raum für Gestaltung und Möglichkeiten. Ganz lieben Dank an der Stelle. Ich würde gerne mal, ich gehe mal jetzt immer hier rüber zu meinem Bildschirm, weil Matthias Rumpf hat ein wenig mit strukturiert und es gibt Fragen aus dem Publikum an Sie und die würde ich gerne noch mit aufgreifen, weil wir da eine rege Diskussion haben. Vielleicht haben Sie es mit einem Auge schon mitbekommen. Und eine Frage und eine Gruppe, die wir jetzt immer leicht auch mit gemeint haben, wenn es um Familien geht, aber nochmal die Einbindung der Eltern würde ich gerne nochmal mit Ihnen diskutieren in diesem Moment. Kommt die Frage, wie kann diese Einbindung, vielleicht auch aus der Praxis gesprochen, aber auch aus den Erkenntnissen anderweitig, wie kann die Einbindung oder wie kann das Elternhaus sinnvoll eingebunden werden und muss sich dann nicht ein Kreis schließen, Schule, Schüler, Elternhaus? Frau Schäfer vielleicht? Ja, tatsächlich war das unsere erste Überlegung, als wir gestartet sind, ohne Eltern geht's nicht, macht es keinen Sinn und wir fragen einfach regelmäßig die Eltern. Wir fragen die Eltern, was braucht ihr, was läuft gerade was schief oder seid ihr zufrieden? Und in 20 Jahren kann man sagen, haben wir eine ausgesprochen hohe Elternzufriedenheit, aber wir haben auch immer eindeutige Aufträge. Natürlich sind auch Eltern ganz anders bereit, sich zu engagieren und mit in eine Partnerschaft zu gehen. Also da ist sehr viel Positives entstanden in dieser Zeit. Mhm. Vielen Dank, Frau Brenn. Also ich mag nochmal den Blick auf benachteiligte Sozialräume schwenken, weil das ja auch immer ein Thema ist. Ne? Also wie bekommen wir eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern hin? Also erstmal kann man aus einer wissenschaftlichen Perspektive sagen, dass nichts so einflussreich ist für die Leistungsentwicklung von Schülerinnen und Schülern wie das Engagement der Eltern, das Vorlesen der Eltern im Elternhaus. Das hat einfach einen unheimlich großen Stellenwert in der Entwicklung, gerade im frühkindlichen Alter. Und da kann Schule auch wirklich nur noch bedingt kompensieren, wenn das nicht grundgelegt ist. Das heißt, dass Elternzusammenarbeit wichtig ist, ist unbestritten und das ist ganz, ganz zentral. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das hin? Und gerade in benachteiligten Lagen, wie kriegt man das hin? Und da zeigen alle Studienergebnisse, dass es vor allen Dingen erstmal eine gemeinsame, geteilte Haltung ist, dass jeder, der das Kind umgibt, erstmal das Beste für das Kind will. Das heißt also auch, dass Schulen davon ausgehen, dass Eltern in benachteiligten Lagen das Beste für ihre Kinder wollen und ein Zutrauen daran haben, dass sie in ihren Möglichkeiten versuchen, ihre Kinder so gut wie möglich zu unterstützen. Das ist eine Grundhaltung, die erstmal für alle Beziehungen, die dann wiederum sehr, sehr wichtig sind, ausschlaggebend ist. Das Problem ist, dass wir in unseren Studien in Deutschland sehen, dass gerade in benachteiligten Schulen
der größte Anteil der Schulen große Probleme haben mit Defizitperspektiven, die wir gemessen haben, auch quantitativ mit neu entwickelten Skalen, mit Defizitperspektiven in Bezug auf Schülerinnen und aus benachteiligten Lagen und ihre Elternhäuser. Das heißt also, es wird eher davon ausgegangen, die Schülerinnen und Schüler können aufgrund ihrer Herkunft wenig und die Eltern unterstützen nicht richtig und Es kommt zu einer Externalisierung auch von Verantwortlichkeit im Sinne von, in diesem Sozialraum mit diesen Kindern kann man nicht richtig lernen. Das ist nicht bei allen Schulen so, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es gibt auch Schulen, die vorbildlich agieren und die sehr zugewandt, wie wir es ja auch gehört haben, und anerkennend ihre Strukturen aufziehen und ihre Beziehungen pflegen. Aber in vielen Schulen ist das ein großes Problem. Und wir sehen gleichzeitig, dass in den Schulen, die mit Defizitperspektiven ein Problem haben, auch alle Merkmale der Schulqualität schlechter ausgestaltet sind. Das heißt also, sie haben große Probleme mit der Zufriedenheit der Lehrkräfte, mit Burnout-Erfahrungen, mit der Innovationsbereitschaft, mit Schulentwicklungs- und Unterrichtsentwicklungsaktivitäten und so weiter. Das heißt also, die Zuwendung tatsächlich zu den Eltern scheint nicht nur für die Beziehung Eltern-Schule, sondern auch für die Strukturen und die Schulentwicklung, die Unterrichtsgestaltung in den Schulen ein ganz wichtiges Thema zu sein. Und da muss ich wirklich sagen, da sind gerade Accountability-Strukturen, die nicht kreativ sind, ein ganz großes Hindernis, weil in einem System, wo Druck, also man muss erstmal davon ausgehen, dass in benachteiligten Lagen Lernen schwieriger ist, also Lernen zu vermitteln und ein Lehrer sein ist schwieriger, weil man andauernd kompensieren muss und auch Habitusdifferenzen überbrücken muss. Das heißt, das ist sehr anspruchsvoll. Das heißt, das System hat eh schon Druck. Und wenn dann zusätzlich Druck reinkommt, führt das zu Externalisierungen. Das können wir in unseren Studien ganz klar zeigen. Und da muss man sich in so einem Szenario auch wirklich überlegen, das wäre positiv, ne, in dem Szenario. Wenn dieser Accountability-Druck und dieser Leistungsmessungsdruck da rausgenommen wird. Aber nicht meine Position, ich habe es ja vorher ausgeführt. Ich denke, man muss nur kreativer werden, wie man es abbildet. Herr Schleicher, an dem Punkt nochmal die Bedeutung, vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht gesprochen, von Accountability und diesen Strukturen dahingehend? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber nochmal zu der Frage der Elterneinbindung. Ich glaube, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren irgendwo so einen Trend hin zur Kommodifizierung von Bildung gesehen. Also Eltern wurden Kunden, Schüler sind Konsumenten, Lehrer sind irgendwo Service Provider. Und das hat im Grunde eine Distanz geschaffen, die im Grunde der, ich glaube, Bildungsprozessen abträglich ist. Na, letztendlich, wenn ich als Eltern nur eine Erwartungshaltung habe, aber nicht irgendwo Beteiligter bin, nur Kunde bin, dann setze ich mich auch ganz anders ein für Bildungsprozesse. Und das fängt zu Hause an beim Vorlesen, na, das ist ganz klar. Aber das sollte da nicht aufhören. Ich glaube wirklich, gute Schulen, und das haben wir auch von Frau Schäfer hier gehört, also gute Schulen schaffen das. Ne? Die schaffen eine Umgebung, wo Eltern sich irgendwo auch als Beteiligte fühlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist übrigens für mich ein ganz wichtiger Aspekt eines jeglichen Accountability-Systems. Ne? Das Accountability ist nicht im Grunde nur von oben herab nach unten administrative Accountability, sondern auch dort wieder professionelle Accountability, horizontale Accountability, ne? Wo alle irgendwo an einem Strang ziehen, miteinander arbeiten, da passen irgendwo auch alle auf, dass die Ergebnisse stimmen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Herausforderung, klar, in sozial schwierigen Gebieten ist das sehr, sehr viel schwerer zu leisten. Ne? Hier gibt es auch noch mal ein Statement von einem Elternbeiratsmitglied, dass es eben halt um diese Augenhöhe geht und die Einbindung und die ernstzunehmende Einbindung und die Partizipation auch eben halt der Elternschaft. Vielleicht das an der Stelle nochmal zu diesem Punkt. Mit Blick auf die Zeit, es ist leider auch mein Job, der dazugehört, den ich mit eingekauft habe hier sozusagen, möchte ich ganz gerne schließen mit einer Gesamtrunde nochmal in Ihre Richtung, an die Diskutantinnenrichtung gesprochen, mit Blick auf das Szenario, was wir jetzt hier nochmal besprochen haben. Was wären so, sagen wir mal, die zwei wichtigsten Dinge, die Sie aus dieser Diskussion mitnehmen, mit Blick auf dieses Szenario? Vielleicht fangen wir mit Frau Brem an. Schwierige Frage. Ich habe viel schon dazu gesagt. Also ich glaube, also ich kann es nur nochmal wiederholen. Also wir müssen uns in dem Szenario wirklich über Ziele und Standards und auch über Leistungsmessung und Accountability tatsächlich Gedanken machen und
ich sehe ein großes Potenzial tatsächlich in den horizontalen Verbindungen, in den Netzwerkstrukturen, in anderen Formen. Nur auch da braucht es, da kann ich Herrn Schleicher nur recht geben, was er am Anfang gesagt hat, unser Bildungssystem ist so nicht aufgestellt. Es ist also selbst nach den Veränderungen in den letzten 20 Jahren immer noch sehr, sehr von oben nach unten top-down organisiert. Und da müsste man sich Gedanken drüber machen, wie man wirklich als Empowerment, wie man Empowerment-Strategien fährt, die die einzelnen Akteure, die den einzelnen Akteuren auch eine größere Relevanz und einen größeren Stellenwert geben. Dankeschön. Auch wenn es teilweise wiederholt war, Sie sagten es ja, aber es war nochmal der Punkt, den wir setzen wollten. Frau Fock vielleicht mit Blick auf. Ja, ganz kurz. Also ich fand, wichtiges Stichwort für mich war starke Professionalität von Lehrkräften. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das betrifft nicht nur die Ausbildung, sondern auch Bedingungen dann im Job. Das ist ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig so Fragen der Qualitätssicherung. Wie schafft man es, dass dann auch nicht nur Leuchttürme bleiben, einzelne Schulen, sondern dass man so eine Qualität flächendeckend hinbekommt? Frau Schäfer? Ja, ich fände es sehr wünschenswert, dass wir uns weiterhin mit Szenario 3 auseinandersetzen, aber nicht nur aus den Schulen heraus, da natürlich auch, aber auch alle, die mit Schule beschäftigt sind, die mit Schule zusammenarbeiten, Kommunen, Politik. Also eigentlich sollte jeder überlegen, welchen Beitrag kann ich in Szenario 3 leisten, damit es, was meiner Meinung nach die Chancen birgt für alle Kinder und für die Gesellschaft, welchen Beitrag kann man da leisten, damit es gelingen kann? Ja, vielen Dank. Herr Schleicher? Also ich fand die Diskussion wirklich spannend. Also auch zu sehen, im Grunde die Chancen des Szenarios 3 sind eigentlich hier sehr gut und wurde erarbeitet worden. Auch einige der Risiken. Ich glaube wirklich, dass wir alle mitnehmen dabei, einen wirklich inklusiven Prozess schaffen. Das ist eine große Herausforderung unter einem solchen Szenario, aber auch unter dem Status quo. Was mir aber, glaube ich, am wichtigsten ist, dass wir uns irgendwo mehr mit solchen Zukunftsszenarien befassen. Und vielleicht nur nicht mehr nur mit denen, die wir uns wünschen, sondern auch mit denen, die vielleicht eine Gefahr von außen stellen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Denn nur dann werden wir im Grunde auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft von Bildung treffen. Das nehme ich mal so mit als Aufforderung, als Wunsch, auch zukünftig über Zukunft gemeinsam zu sprechen und wie wir es haben wollen und wie nicht. An der Stelle, mit Blick auf die Zeit, möchte ich mich in erster Linie bedanken bei Ihnen vielen für die rege Diskussion. Danke an Herrn Schleicher, danke an Frau Schäfer, danke an Frau Fock und Frau Brem. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube auch stellvertretend für die Leute, die zuhören und mitgemacht haben. Wir werden, wie gesagt, den Raum noch ein bisschen öffnen, sodass wir da nochmal in den Austausch gehen können. Ich glaube, es war hochinteressant. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen und wir sehen uns in kleinen danach nochmal wieder. Ganz lieben Dank. Dann gibt es jetzt noch einen kleinen Teil für die neugierig am Anfang schon geschaut haben. Danke, Frau Fock, auch bis gleich. Die neugierig sind, geworden sind. Wir möchten noch mal Julia Kluge zu uns bitten. Julia Kluge, Illustratorin, Zeichnerin, hat fleißig gehört und war parallel aktiv. Julia. Hallo. Hallo zurück. Wie zeigst du uns ein bisschen was von deinem Genau, Bild? Ich zeige euch direkt mal die Kamera auf meinen Arbeitsplatz und die Zeichnungen, die entstanden sind mit den jeweiligen Statements. Ganz am Anfang der Diskussion hat mir sehr gut gefallen, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich alle mit drin. Positive Perspektive, ja. Auch auch die Tiere, also das Dorf ist auch sozusagen auch mit allen Beteiligten gemeint. Genau, sehr bemüht. Dann gab es die Aussage, das System ist starr, aber wenn man eine gemeinsame Vision hat, kann es gelingen. Also das zeigt so ein bisschen, dass auch die Akteure, die in einem Boot sitzen und so eine Vision, die Sonne, das Licht am Horizont sehen und
ja, aber so ein bisschen Gegenwind bekommen und dagegen ankämpfen ganz stark. Toll. Danke. Dann gab es die Aussage, Lehrer müssen lernen, kooperativ zu arbeiten. Und hier sieht man den Lehrer, der sich einen besonderen Mitarbeiter, ein besonderes Experiment eingeladen hat, ausgedacht hat, um die Schüler zu beeindrucken. Und zeigt so ein bisschen überzeichnet, übersteigert die Anforderungen an die Lehrkräfte. Das hatten wir auch diskutiert, dass es verschiedene Rollen gibt und die Anforderungen und auch die Möglichkeiten des Experimentierens, das hast du ja dargestellt. Ja. Genau. Dann die geöffneten Schulen und die Vernetzung, die auch Professionalität bringt. Und auch da sind die Lehrkräfte, ja, die da in dieser geöffneten Schultür stehen und sich Experten von außen eingeladen haben. Und das, ja, das ähnliche Thema wieder, diese Balance zu finden zwischen den verschiedenen Professionen und Ansprüchen. Wer sich jetzt fragt und so begeistert ist wie ich, die Zeichnungen werden danach zur Verfügung gestellt. Genau, digitalisiert. Digitalisiert zur Verfügung gestellt, ja. Ja. Also genau, und jetzt der letzte Punkt der Diskussion nochmal verbildlicht. Bringt das Szenario mehr Chancengleichheit? Kann man das Messen von Kompetenzen auch anders oder motivierender gestalten? Da ist mir so eine Szene aus dem Sportunterricht und so dieses gemeinsame Streben oder Kämpfen um die Ziellinie oder sollte der Fokus vielleicht doch anders gesetzt werden? Das war ja die Frage, die das Szenario jetzt in der Diskussionsrunde noch gegen Ende aufgeworfen hat. Genau, so viel von mir. Ganz viel von dir. Wir danken ganz herzlich fürs genaue Zuhören und dann auch zu Papier bringen durch deine Hand. Ganz, ganz toll. Du bekommst auch Lob und Zustimmung und Zuspruch über den Chat. Ich versuche sozusagen jetzt an dich auch weiterzugeben. Wie gesagt, es werden digitalisiert, die Zeichnungen werden digitalisiert und zur Verfügung gestellt. Und danke Julia Kluge an der Stelle fürs Mitmachen und Mitzeichnen und danke an dich. Danke. Dann bleibt mir noch weiteren Dank auszusprechen. Erstmal danke an die große Runde, die wir heute Nachmittag hatten, fürs Mitdenken, Mitmachen und so weiter, fürs Mitgestalten. Das war jeder Einzelne auch beteiligt, nicht nur zuhörend. Ich möchte mich bedanken bei den Diskutantinnen ganz herzlich, inklusive natürlich Andreas Schleicher für den Input, für den Vortrag. Ich möchte mich bedanken bei Julia Kluge, bei der Robert-Bosch-Stiftung fürs Ermöglichen, gleichzeitig die Ermöglicherin und das Ermöglichen der OECD, durch die OECD, das Berlin Center und ganz herzlich bei Ihnen allen da draußen und da drin in diesem Internet fürs Mitmachen, dabei sein und für die Beteiligung. Und für die jetzt die Aufzeichnung gesehen, für die ist jetzt gleich Schluss, weil wir beenden jetzt nämlich die Aufzeichnung. Und die bleiben wollen, die jetzt live dabei sind, die können noch ein bisschen bleiben, weil wir noch für eine gute Viertelstunde gern noch